Baby Coco. Oh, wie süß. Okay, also du siehst schon mal. Oh mein Gott! Wow, der Ferrari startet, Digga. Wow, in den goldenen Cheeseburger. Let's go, man. Oh, Leo Z. Das ist jetzt Taco. Leute, das ist der beste Flug meines Lebens. Oh mein Gott, Alter. Schaut euch die mal an. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit zu einem der krassesten Videos aller Zeiten, Leute. Und zwar, Leontin ist zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, kurz vor 100.000 Abonnenten. Wenn ihr dieses Video seht, hat er sie natürlich wahrscheinlich schon geknackt und ich werde ihn gleich überraschen mit insgesamt 10.000 verschiedenen Geschenken, Leute, innerhalb von 100 Stunden. Das heißt, Leute, es wird ein geisteskrank heftiges Video. Lasst auf jeden Fall schon mal einen fetten Like da und kostenlos Abo. Ich werde gleich zu Leontin fahren und ihn überraschen, aber ich würde sagen, wir warten noch kurz. Alter, es geht immer schneller, bis er gleich die 100.000 Abos hat. So, Leute, er ist richtig kurz davor. Oh mein Gott, Leute. Und ey, meiner Meinung nach hat Leontin es sich richtig verdient. Also schreibt mal alle Kommentare, ob ihr das genauso seht, Leute. Und ich würde sagen, gleich hat er's. Und ich habe die krassesten Sachen aller Zeiten vorbereitet. Flugzeug, Heli, Haustiere, neue, keine Ahnung, Musikinstrumente, Digga. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, kriegt ihr heute geschenkt. Mediamarkt, Smith Toys natürlich auch. Alles, Leute, es wird zu krank. Leute, oh mein Gott, er ist ganz, ganz kurz davor. Er ist übrigens auch gerade am Livestream. Und Leute, ich würde sagen, oh mein Gott, noch 8 Abonnenten. Oh mein Gott, noch 4 und 1. 100.000, das heißt, wir können jetzt losfahren zu Leontin und ihn überraschen. Let's go! Leute, die erste Überraschung, da hat Leontin jetzt schon die Augen zu, ist an einem ganz bestimmten Ort. Und zwar, Leute, wir sind hier bei Marcel Lunche, Lunche Spider World. Folgt ihr mal, ist auch in der Beschreibung. Und ich darf jetzt noch nicht zu viel verraten, Leute, aber Leontin bekommt ein neues Haustier, Leute. Und ich zeige euch mal ganz kurz noch, welche Tiere es hier alles gibt, bevor wir das ihm schenken, Leute. Okay. Nein, noch nicht. Gleich Leontin. Also du hast ja auf jeden Fall richtig krass viele Tiere hier am Start. Und Leute, wir haben ja auch schon letztens das Baby Coco für mich tatsächlich abgeholt. Und jetzt dachte ich mal, Leontin fand das so süß und so cool, dass er auch ein Baby Coco haben will. Ja. Oh ja, guck mal hier, die Schlange, Leute. Schaut mal. Das ist eine der giftigsten der Welt, ne? Mitunter, ja. Hier, Leute, hier seht ihr sie. Richtig krass. Dann haben wir hier noch weitere Schlangen. Hier seht ihr sie. Alter, einfach die Klapperschlange, Leute. Boah, da hinten die, ne? Genau. Richtig krass, Leute. Hier eine Kobra. Und welche ist die giftigste von allen, die du hast? Eigentlich die Kobra und die Klapperschlange, definitiv hier. Okay. Außer die ich hier habe. Krass. Leute, und hier zum Beispiel ist auch eine. Boah, die sieht richtig schön aus in dem Blau. Mega krass, wirklich. Und hier, genau, hier sind auch noch Spinnen und so weiter, ne? Boah, die auch noch. Boah, die sieht auch richtig krass aus. Und achso, genau, natürlich nicht zu vergessen, das Riesenkrokodil, Leute. Boah, richtig, richtig krank. Und ich würde sagen, das ist natürlich für Leontin ein bisschen zu groß alles, ne? Und zu gefährlich, deswegen das Baby-Koko. Genau. Und genau, das ist in der Box drin. Und ich würde sagen, wir überraschen jetzt mal Leontin. Let's go. Okay, Leute, hier drin ist jetzt auf jeden Fall die Überraschung für Leontin. Und zwar, Leontin, ich würde sagen, du kannst jetzt die Augen aufmachen. Alter! Und zwar, rate erstmal, was hier drin ist. Du siehst schon, guck mal, hier sind so Löcher drin in der Styropor-Box. Da bewegt sich irgendwas. Ja, hast du das gehört? Also, ich verrate schon mal so viel. Dein allererstes Geschenk ist dein eigenes Haustier erstmal. Und es ist ein richtig krasses Haustier. Und zwar eins, was ich auch habe. Was? Ja. Eins, was du auch hast. Ja, schön weißt du es, oder? Nicht Silber. Nicht ganz. Aber ich würde sagen, Leute, wir öffnen jetzt mal zusammen die Box. Ganz vorsichtig, okay? Leute, schaut mal. Baby Coco. Oh, wie süß. Leute, Leontin, das ist dein eigener Baby Coco jetzt. Das ist der Bruder von meinem, weißt du? Ah, ja, stimmt. Das hast du in deiner anderen Wohnung. Genau. Ich würde sagen, du hast schon ein bisschen gestreichelt. Ich würde jetzt sagen, wir lassen mal kurz, damit du mal siehst, wie man mit dem Tier umgeht, den Chef mal kurz das rausholen. Und dann können wir das mal auf die Hand nehmen, oder? Okay, let's go. Und ich würde sagen, schau mal, jetzt siehst du, guck, von hinten muss man ihn quasi hochnehmen. Das ist auch gar nicht schlimm für ihn. Boah, kann ich mal von unten drunter greifen und den so halten? Ja. Genau, so von hinten, unten drunter greifen, unten drunter, genau. Und so halten. Nicht feste drücken, immer ganz locker. Und wenn er läuft, einfach mit der Hand nach vorne greifen. Okay, Leontin, sehr gut machst du das. Wie fühlt sich das an? Cool. Schau mal, Leute, auch, ey, so schön. Auf jeden Fall auch sein Auge, richtig krass, finde ich persönlich. Boah, ich weiß, was ich auch richtig krass finde, ne? Wenn er so atmet. Ja, das sieht man hier unten, ne? Wenn er so atmet sozusagen. Oder schluckt er? Ich weiß nicht.
Die atmen und schlucken. Genau, ja. Warum schlucken? Warum guck mal, das genießt er gerade richtig. Der macht so die Augen zu. Richtig süß, Leute. Oh, darf ich das auch mal machen? Mach mal. Boah, richtig gut, Leontin. Genau, Leute. Und ich würde sagen, Leontin, wir machen jetzt mal wieder zurück in die Box, ne? Und dann geht's zur nächsten Überraschung. Hast du Bock? Okay, so, Leontin. Alter. Du hast jetzt das Babykoko am Start. Und ich würde sagen, bist du aufgeregt? Ja. Ey, und es geht jetzt zur nächsten Überraschung. Und zwar Fallschirmspringen. Ja! Ey, das sind richtig krass, Leute. Also Indoor Skydiving machen wir jetzt. Und ich würde sagen, let's go. Wir gehen einmal. Ich bedanke mich bei dir, Marcel. Kein Problem. Leute, checkt ihn ab auf TikTok, Instagram und so weiter. Folgt ihm. Und ich würde sagen, Leute, let's go, ne? Bis dann. Ciao, ciao. So, Leontin. Alter. Die nächste Überraschung ist einfach mal Indoor Skydiving. Das heißt, du wirst jetzt einfach mal fliegen. Oh, Alter. Geisteskrank, oder? Ja. Ey, ich hoffe, du freust dich auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig krass da drin. Schau mal. Guck mal, du siehst es jetzt schon, wie da jemand so in dieser Röhre fliegt. Und das wirst du auch gleich. Dann kann man einfach fliegen, Leute. Und zwar bis ganz nach oben. Und Leontin, ich würde sagen, komm mal mit. Wir gehen jetzt erstmal rein, ne? Was? Hast du Bock? Ist das krass, Digga. Ja, Mann. Let's go, Leute. Wir gehen mal rein. Du kommst jetzt hier deinen eigenen Indoor-Skydiving-Anzug, ne? Richtig krass. Wir sind hier bei Indoor-Skydiving in Viernheim. Ihr seht es jetzt mir mal eingeblendet. Kommt auf jeden Fall alle mal vorbei, wenn ihr das auch machen wollt. Und ey, ich bin richtig gespannt, Leontin. Man darf ja, glaube ich, ab 4 Jahren das Ganze machen, oder? Genau, ab 4 Jahren. Nach oben keine Altersgrenze. Also könnt auch die Eltern, die Großeltern mitbringen. Genau. Alles klar, Leute. Ihr habt's gehört. Und ich würde sagen, Leontin, ich glaube, kurz brauchst du noch und dann geht's für dich auch in die Röhre rein. Boah, richtig krass, Leute. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich fliegen soll. Ja, das wird dir dann gleich alles gezeigt von den Profis. Oh mein Gott, Leontin, richtig freshes Outfit. Und guck mal, hier geht's auch schon richtig ab, Alter. Gleich wirst du da drin sein. Ich bin richtig gespannt, wie du es machen wirst, Leontin. Genau, jetzt kriegt Leontin hier alles erklärt, ne? Wie das Ganze funktioniert. Natürlich wird man nicht einfach so in die Röhre reingeworfen, sondern man kriegt alles erstmal erklärt. Und ey, bist du schon aufgeregt ein bisschen? Ja. Ja, Mann, let's go, ey. So, Leute, schaut mal Leontin an. Hier mit Ohrenstöpsel am Start, Brille und jetzt kommt nochmal der Helm, ne? Ja, richtig gut, ey. Autschi, bum, bautschi, bum, bum. Boah, ey, Leute, Leontin sieht so lustig aus. Richtig geil. So, Leute, jetzt ist auf jeden Fall Leontin dran. Boah, ey, Maschine macht es richtig gut, Mann. Er macht es richtig gut, Mann. Okay, okay. Ui, jetzt ist er andersrum. Nein. Okay, Leute, ich glaube, Leontin ist ein bisschen überfordert auf jeden Fall. Aber ey, Respekt, dass er sich auf jeden Fall traut. Ich glaube, bei ihm ist mit der Nase, Leute. Er hat mit der Nase ein bisschen Probleme wegen der Luft so. Aber ich weiß nicht. So, Leontin, als nächstes Candy Store. Ich hoffe, du freust dich. Ja. Ey, du darfst jetzt einfach mal ein paar Sachen aussuchen, auf die du Bock hast, weißt du? Ja. Bin mal gespannt. Ey, du kannst. Ey, Digga, guck mal. Was sind das denn für Oreo-Sorten? Hä? Auf jeden Fall. Lol, warte mal, zeig mal, was ist das für eine Sorte? Ah, danke schön, dass du mich erinnerst. Ey, Traube und irgendwas Pinkes, krass, das ist heftig, mit so zwei Farben. Ja, also natürlich nur, wenn du die willst, aber ich denke mal, du bist Oreo-Fan, ne? Boah, was, Tetris? Ja. Alter, Tetris-Gummibärchen, heftig. Ja. Alter, jetzt. Ey, Lukas. Ja. Haha, Kinder Creamy. Ey, Bro, du übertreibst schon wieder total. Ach so, die ganzen hier. Ey, warte mal kurz, was soll das denn jetzt? Warte. Ey. Die hier kannst du rein. Ey, kaum hast du 100.000 Abonnenten, bist du total abgehoben, ey. Aber okay, Leontin, passt schon, ne? Ein Booster-Pack Kinder-Creamy für dich, ne? Ja, muss doch sein. Ey, Leute, Mann. Und dann okay. Ein paar Schokobons. Schokobons Crispy, ne? Warte, wo sind die großen? Ah. Ah ja, komm. Dann so ein Stück. Ja, Schokobons Crispy, ne? Muss immer sein. Ja, perfekt. Was noch? Und Takis. Takis? Bitte, kurz, bitte. Aber schon wieder Blue Heat oder was? Warte mal, sollen wir mal gucken, was die noch für Sorten haben? Ey, Bro, Leontin, hallo! Ja. Ey, Digga, du kannst doch noch nicht mal so viele essen, Alter! Doch, die können wir essen. Och, Mann, ey, Leute, Mann. Ja, das wird jetzt. Oi. Du hast mir gesagt, ich darf holen, was ich will. Ja, ich weiß. So, Getränkewitze vielleicht noch, oder? Ja. Sonst hast du ja ein bisschen Durst, ne? So. Ja, schau mal, die haben so eine goldene Fanta. Boah, die goldene Fanta, Digga. Ja. Die habe ich auch noch nie probiert, schau diese Fanta. Mal, die Cola. Lol, ist das eine aus den USA, glaube ich, ne? Ich glaube. So. Vielleicht was noch. Noch was? Noch was? Ey, Leontin, hallo. Ja, was denn? Hallo? Ja, ist okay, komm. Hallo. Lol, Takis Lollipop.
Digga, ist ja richtig selten, krass. Stimmt! Was denn? Junge, Mr. Beast Schokolade, die hast du doch schon so oft gegessen, ey. Ist egal. Oh Mann, ey. Aber Leute, das sind die beiden besten Sorten meiner Meinung nach. Die Snuts und Crunch. Ja, okay, komm, für die 100.000 Abos kriegst du das. Boah, guck mal, die Fanta habe ich auch noch nie gesehen. Oha, hier die. Digga, das sind einfach Oreos, lol. Das sind Fanta-Oreo. Hä, lol? Das sind Oreo-Fanta-Geschmack, Digga. Ja, schnell jetzt. Oreo-Schoko. Coated. Ja, passt jetzt, ey. Mann, let's go, Leute. So, Leontin. Ja? Ich würde sagen, schau mal. Wir testen jetzt einmal, Digga, diese ultra krassen Oreos. Ey, let's go. Ich bin richtig gespannt, sage ich dir. Und ja, zeig mir erstmal das Innere. Das hat ja so zwei Farben, Leute. Angeblich. Also laut der Packung zumindest. Von der Seite sieht man es jetzt noch nicht. Ah, doch, ein bisschen. Doch! Lol! Zwei Farben, Bro. Geisteskrank, Leute. Zweifarbige Oreos. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Lol. Digga, ich sag ehrlich, die schmecken ein bisschen komisch. Die schmecken so nach Pfirsich und Traube, Leute. Das sind die Geschmäcker. Aber irgendwie, ich finde die nicht so gut. Ich bin ehrlich. Und du? Nicht so, ne? So, dann testen wir jetzt aber Oreo mit Fanta-Geschmack. Yeah. Kannst du mir einfach so... LOL! Komm, das kannst du mir geben. Kannst auch so ein halbes nehmen, weißt du? Das reicht ja zum Testen. Okay, ich würde sagen... 3, 2, 1... Hä? Ich schmecke überhaupt keinen Geschmack. Leute, dann kommen wir zu den Tetris-Gummibärchen. Warte, lass mal hier gucken. LOL, das sind so Tetris-Blöcke. LOL. Leute, hier sind diese Tetris-Blöcke einfach quasi als Gummibärchen. Darf ich? Ja, nimm mal. Jetzt teste nochmal die hier, guck mal. Ey, das finde ich richtig geil von der Idee, die Süßigkeit, oder? Ja. So, Leute, ihr seht schon. Und ich würde sagen... boah, die sind richtig lecker. Alter, Digga, die sind unnormal geil. Oder? So, Leute, jetzt nochmal ein bisschen Takis. Leontin mit voller Kraft hier, ey. Leute, ich gönne mir auch noch mal ein paar Takis hier auf entspannt. Let's go. Leute, auf geht's zur nächsten Überraschung. So, Leute, als nächstes, noch nicht gucken, wir stehen hier vor einem ganz bestimmten Ort. Und zwar ist das dein Lieblings-McDonald's. Yeah! Genau, Leute, hier kann man nämlich Spiele zocken. Hier gibt es einfach ein Jump-House, also so ein Trampolin-Park mit Ninja-Parcours im McDonald's. Und deswegen ist es dein Lieblings-McDonald's, oder? Ey, willst du schon mal direkt den Ninja-Parcours einmal machen? Ja. Leute, der Ninja-Parcours ist auf jeden Fall richtig krank hier. Ja, ja, und hier gibt es sogar so ein Basketballfeld, ne? Guck mal, hier kann man Basketball spielen im McDonald's, Bro. Und schau mal, hier gibt es dann so diesen Basketball, den kann man da so durchwerfen. Und Leute, hier mit Buzzer gibt es hier einfach einen Ninja-Parcours, Bro. Ja, okay. Und Leute... Ey, Leonzi, was machst denn du da? Das ist doch ein Ninja-Parcours hier. Wow! Ey, du willst eine Abkürzung nehmen, aber ich glaube, es geht nicht so gut, oder? Ich glaube, das drüberklettern, pass auf. Ich glaube, das drüberklettern dauert länger als das Durchrennen, oder? Was meinst du? Ich weiß nicht. Soll ich dir helfen? Nein! Oh mein Gott, warte, Leute. Ich komme mal hier von der anderen Seite. Bruder, ey, Leonzi, du hast einfach ganz einen Ninja-Parcours abgekürzt. Ja, Leute, auf jeden Fall echt der krasseste McDonald's meiner Meinung nach. Darf ich noch die Tablets zeigen? Ja, komm. Machen wir gleich, okay? Wenn wir bestellt haben. So, Leute, das ist übrigens der Grund, warum es dein Lieblings-McDonald's ist, ne? Weil, ey, man kann hier Hillclimb-Racing kann man hier zocken zum Beispiel, Leute. Das ist so krass, einfach im McDonald's hier so ein iPad zum Zocken, ne? Leute, schreibt mal, ob euer McDonald's sowas auch hat. Das ist ultra krass, meiner Meinung nach. Okay, Leute, dann warten wir jetzt auf jeden Fall aufs Essen und dann machen wir richtig Fett Burger Pommes, Alter. So wie sich das gehört. So, Leute, wir bauen jetzt erstmal Fett Burger Pommes. Ganz, ganz wichtig natürlich. Einmal bei dir, einmal bei mir Burger Pommes, ne? Und Leute, Leon, sie baut hier schon fleißig. Richtig gut, Leute. Let's go. Boah, ey, deiner ist ja richtig gut geworden, ey. Ja, Mann. Boah, Digga, Burger Pommes auf die 1, Leute. Leute, ich beiß jetzt auch nochmal rein, ne? Zu 100.000 Abos gibt's natürlich immer Megas. Ganz wichtig, Leute. Okay, Leute, jetzt kommt mein Burger Pommes. Wie kann das so saftig und knusprig sein, ey, oder? Oh mein Gott, Leonzi, wir sind jetzt am nächsten richtig krassen Ort. Ich würde sagen, Augen auf! Alter, oh mein Gott! Leute, wir sind zurück beim Automobilzentrum Rhein-Neckar. Bei den krassesten Autos, Alter. Und schau mal, da hinten wird schon gerade ein Ferrari gestartet. Boah, ey, lass mal hier die Reihe durchgehen. Guck mal, wie viele kranke Autos die hier haben. Wow! Wow! Alter, schau mal hier.
Digga, ein grüner Lambo auch und so weiter. Und Leontin, hier kriegst du das nächste Geschenk. Was? Ja. Ich hab doch schon so viele Autos. Das stimmt, du hast schon letztens so gerade erst einen bekommen, aber du kriegst heute ein richtig krasses Auto. Und zwar, ich würde sagen, Leontin, komm mal mit. Wir gehen nochmal und gucken uns nochmal ein paar Aventadors an. Aber dann zeige ich dir das Auto, welches du bekommst, okay? Wirklich? Ja, let's go. So Leute, hier wird schon gerade hier richtig fett eingeparkt. Bro, schau dir diesen ganzen Lambos und Ferraris hier an, Leontin. Aber Leontin, das Geheimnis oder die Überraschung ist tatsächlich nicht in dieser Halle, sondern gleich in der anderen Halle. Wirklich? Ja, ich würde sagen, let's go, oder? So Leontin, ja. Schau mal, hier ist ein Auto schon abgedeckt und das ist dein neues Auto. Ja, was willst du? Schau mal, daneben ist hier so ein Brabus, ne? So ein krasser. Hier haben wir Ferrari, Porsche, Lambo, alles ist hier. Deswegen ist die Frage, was glaubst du, was ist hier drunter? Nein, hallo, nicht gucken, nicht spitzeln. Rat mal. Mercedes? Mhm. Okay, gucken wir mal nach. Und warte, Leontin, noch ganz kurz, musst du den Leuten was heimlich sagen. Ey, nicht gucken. Ja. Ey, Leute, Leontin kriegt natürlich nicht das Auto, ist viel zu teuer. Aber kriegt damit gleich eine Fahrt, beziehungsweise wir starten den und gucken uns den mal an. Und ich würde sagen, Leontin, ich mach das mal runter, okay? Okay, also du siehst schon mal... Oh mein Gott, einfach ein Ferrari! Digga, kriegst einen roten Ferrari, Alter. Leontin! Oh, Alter! Schau dir den mal an, Digga! Oh, Stromschlag bekommen! Leute, Alter, schaut euch mal diesen roten Ferrari an, Bro! Geistesgang. Oh, Leute, Leontin ist in den Puch eingefangen. Also, du kannst dich gerne mal reinsetzen und... Ja, ich erkläre es dir trotzdem noch einmal. Und zwar, guck mal, du bist jetzt zu weit hinten. Du musst mit dem einen Fuß auf die rechte Bremse. Wow, der Ferrari startet, Digga. Leute, nur, man hört ihn auf jeden Fall nicht, weil der Elektro ist. Aber, ja, ich würde sagen, lass einfach nichts drücken, okay? Ich komme mal neben dich. So, Leontin. Und zwar, dein neuer Ferrari ist zwar nicht der lauteste, gerade haben wir den ja noch im Elektro gestartet, der hat aber natürlich auch einen krassen Sound, Leute. Wirklich? Aber schau mal, was der hat so Touch-Displays hier, Leute. Hier einfach der Beifahrer hat ein eigenes Touch-Display. Das heißt, man kann jetzt hier Sachen einstellen, Musik hören und das ist halt richtig krass. Also der Beifahrer hat sein eigenes Tablet hier sozusagen. Du hast ein richtig krasses Touch-Display. Das hier ist alles Touch. Das heißt, es ist einer der modernsten Ferraris, die es gibt, Leute. Schau, Leontin, die hat dir die kleine Überraschung gefallen. Ja! Und den bekommst du dann auch, wenn du 18 bist, natürlich, ne? Hä, und wo steht der dann? In deiner Garage. Ich weiß, du brauchst jetzt eine größere, aber... Ich habe aber keine. Ja, du kriegst eine noch dazu, eine Garage. Okay, gut. Okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen mal weiter. Let's go. So, ja. Leute, natürlich sind wir jetzt auch zu Smith Toys, ja, in Mannheim. Denn du kriegst heute ein Geschenk, was du von mir noch nie bekommen hast. Wirklich? Ja, und zwar weißt du was? Ja? Ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal hin und ihr seht es dann eben auch gleich. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich zeige dir schon mal Folgendes, Leontin. Also, wir sind jetzt hier drin. Und es ist, Alter, das ist ja, Digga, ein Longboard einfach. Das ist ja geisteskrank. Kannst du das? Wow. Aber ey, das geht sogar. Das geht sogar schon in die richtige Richtung, Leontin. Wirklich? Es ist zwar nicht genau das hier, aber es ist was, anderes. Let's go, Alter. Oh, pass auf. Okay, jetzt lass mal in die richtige Abteilung gehen erstmal, ne? Ja, lass mal nach hinten. Ja, warum? Da sind aber die teuersten Sachen. Ja, hinten sind die teuersten Sachen. Da gehen wir auch hin. Oh, pass auf, nicht hinfallen. Okay, Leute, bis gleich. Also, Leontin, es ist nicht der Basketballkorb. Warte, Lukas. Ja. Ja, warte kurz, bis die Leute hier weg sind. Ah, schade, aber nicht schlecht. Ah, das stimmt. Und zwar, das, was du geschenkt bekommst, Leontin, ist tatsächlich ein Scooter, ein neuer. Ja! Leute, weil ich weiß, Leontin ist richtig gerne auf der Skaterbahn, oder? Welchen willst du? Den willst du? Ja, darf ich mal ausprobieren? Ja, probier mal. Das ist einfach so ein... Oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist einfach ein Rainbow-Scooter. Juppie! Wow, Leute, schaut mal. Ist der gut? Ja. Ist der besser als den du hast? Warte, zeig mal. Die Leute sehen das gar nicht, wie der aussieht. Alter, Leute, schau mal, der hat hier so einen Rainbow-Effekt und damit kannst du Tricks, ne? Okay, zeig mal. Ja, nur wenn du jetzt kannst, ich weiß nicht. Wow! Okay, Leute, den bekommst du, Leontin. Ja! Let's go!
Dann lass mal einen kaufen. So Leute, schaut mal. Das hier ist einfach der Scooter, Digga. Der kostet irgendwie so, ich weiß nicht, 100 Euro oder sowas. Aber richtig geil. Das ist so ein Mini-Scooter. Der ist zu klein für dich, Leontin. Oha, Alter. Okay Leute, hier ist einmal der Scooter jetzt. Wir sind an der Kasse. 100 Euro, Leontin. Let's go. So, Leontin. Ja. Die nächste Überraschung ist einfach mal, dass du neue Fußballsachen bekommst. Ja, Mann, Leute, das wird richtig geil. So, also, wir sind jetzt hier bei der Fußballabteilung. Oh mein Gott, richtig geil. Und Leontin, du darfst jetzt erstmal einen Fußball aussuchen, egal welchen du haben willst. Einen Fußball, kein Basketball. Ach, Digga. Was für Basketball, Digga? Fußball ist so viel krasser, ey. Ich glaube, oh, Digga, so ein Champions League-Ball, krass. Aber wo? Ja, hier, Champions League. Übelst krass, damit spielen die bei der Champions League. Ich glaube, ich will so einen. Der, zeig dir mal kurz. Boah, der ist so gold, ne, mit Nike. Ich glaube, mit dem kann ich sogar stubbeln. Ja, vorsichtig, ne? Ja, okay, der ist gut, den nehmen wir, ne? Hier bei der. Oh ja, Fußballschuhe, ne? Ja. Boah, Alter. Ey, guck mal, aber. Ey, die Bälle sind noch krasser. Digga, das sind von der EM 2024 Nein. die Bälle. Doch, guck den, mal den hier. Den will ich haben. Ja, den müssen wir nehmen, ne? Leute, ich pack den mal hier zurück. Der ist ja viel krasser. Das ist der EM 2024 Ball. Boah, die sind fett, ne? Ja. Digga, die sehen geil die aus. Die will ich haben. Leute, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall die Sachen mal mit. Auch den EM-Ball und dann auf zur Kasse. Let's go. So, Leute. Leontin, hast jetzt deinen Fußball bekommen und deine Schuhe. Die sind da auch drin. Und Leute, ich würde jetzt sagen, willst du jetzt wirklich ein Eis? Ein Eis. Ja, okay. Eine Kugel? Eine Kugel. Okay, eine Kugel, Leute. Dann lass mal gucken, welche Kugel wir uns jetzt nochmal holen, ne? Ja. Let's go, Leute. So, Leontin. Guck mal, hier haben die so ein paar Sorten, ne? Aber guck mal, hier gibt es so eine richtig krasse blaue, glaube ich, ne? Die sieht heftig aus. Das ist das Blaue? Ja, und da müssen wir gleich mal fragen, oder? Weil die sieht schon krass aus, diese blaue Sorte. Let's go. So, Leute, Leontin, du hast jetzt eine Kugel Vanilleeis. Ja. Ja, sehr geil. Wie schmeckt's? Ist gut? Oh, Leute, und ich habe mir einfach mal Kaugummi geholt. Und ich würde sagen, let's go, wir probieren das mal. Digga, einfach so blaues Eis wie Powerade, Bro. Schmeckt voll nach Kaugummi, oder? LOL. Schmeckt gar nicht nach Kaugummi. Schmeckt nach Vanille, Digga. Richtig? Ja, total. Ja, nimm dir mal so. Doch. Findest du? Ja. Okay, Leute, wir essen jetzt mal. So, Leute, wir sitzen jetzt im Auto und Leute, ihr seht, wir haben erst 10.30 Uhr morgens. Leontin, man kann doch nicht morgens schon Süßigkeiten essen. Oh doch, ich möchte Prime. Okay. Aber das aber 18. Ja, ich weiß, aber darfst du trotzdem. Ja! Okay, let's go, Leute, wir fahren in den Candy Store. Burger Pommes! Burger Pommes! So, Leontin, Alter, wir sind jetzt hier angekommen, Leute, beim Uncle Woody's in Ludwigshafen, Leute. Und ihr seht schon die ganzen Takis. Leontin, ich würde sagen, du darfst in einer Minute so viel kaufen, okay, wie du tragen kannst. Und ich kann dir auch helfen. Du musst mir die Sachen dann geben, die ich tragen soll. Ja. Hast du Bock? Ja. Okay, 3, 2, 1, let's go. Eine Minute, Leontin. Oh mein Gott, direkt die Takis hier. Okay, let's go. Oh, schnell, schnell, schnell. Und vergesst nicht den Prime-Gleis. Wow. Okay, ich helfe dir, Leontin. Zack, zack. Wow, Alter, die haben ja richtig viele Prime-Sorten hier am Start. Okay, Leute, ich heb das direkt auf. Das geht auch noch rein. Du kannst gerne schon ablegen. Leontin geht hier direkt. Oh, die Zombie-Takis, die habe ich noch nie gegessen. Okay, Alter, das ist ein bisschen arg viel, aber okay. Machen wir, Leontin. Du hast gesagt, wie viel ich will. Ja, okay. Oh mein Gott. Nimm noch schnell ein paar Prime und dann sind wir durch, Leontin. Komm. Zack, 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 zack. Und Prime. Let's go, let's go, let's go. Oh. Okay, und die Zeit ist abgelaufen. Okay, Leute, oh nein. Okay, Leontin, du hast alles gegeben. Leute, wir bezahlen jetzt mal ganz kurz und räumen natürlich hier nochmal den Rest auf. Alter, Leontin hat richtig Gas gegeben, Leute. Mal schauen, was das alles kosten wird. Ey, Leontin, ey, was hast du getan? Das wird so teuer, Alter. Ich hab gar nichts getan. Du hast gesagt, alles, was ich will. Du hast nicht gesagt, wie viel. Ja, okay, du hast recht, Leontin. Alter, der Tag wird so teuer für mich, Leute. Mann. Leontin, ich sag dir ehrlich, Alter, 239 Euro, obwohl wir schon Rabatt bekommen haben. Alter, du hast mich richtig auseinandergenommen. Wir sind im ersten Laden erst. Alter, Leontin, Mann. Leontin, würdest du auch sagen, hier dem anderen Kollegen können wir noch mal ein paar abgeben, auf Ehre? Ja, komm. Komm, Ehrenaktion hier. Kriegst du noch mal geschenkt. Ey Leute, schaut mal, Leontin kann das kaum hier tragen, die ganzen Tüten. Leute, ich habe auch noch eine. Ich habe so viel Zombie-Dinge genommen.
Auch oh. Wäre noch, weil mein Freund morgen kommt. Oha, das ist geil. Ey, Leontin, lass sie mal draußen alle wegfetzen, ja. Oder? Let's go! So, Leute, Alter, schaut mal, der ganze Tisch ist hier voll mit Süßigkeiten. Warte, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, immer noch? Ja. Ey, Alter, Leontin, du hast mich so auseinandergenommen. Aber Leute, ich habe noch nie diese Zombie-Takis probiert. Die will ich jetzt unbedingt testen, Alter. Die sind richtig krass gefährliche. Leontin, aber die musst du nicht essen, oder? Du musst die essen. Hä, wirklich? Die hier? Ja, ja. Digga, die haben so einen Totenkopf, Alter, Leontin. Oh mein Komm, Gott. Dafür esse ich die Zombie-Takis. Ja, okay, erstmal. Fetz mal die weg, richtig, die Zombie-Takis, Leute. Die will ich auch gleich probieren, auf jeden Fall. Ich glaube, die sind grün. Boah. Oh, zeig mal, wie die riechen. Riech mal. Lol, die sind geisteskrank. Gib mir mal noch so ein Magenteil. Okay, Leute. Das machen wir hier einmal auf für dich. Oh mein Gott, Leute, grüner Zombie-Taki. Okay, Leute, ich bin richtig gespannt, Leontin. Let's go! Komm, ich bin gleich mal erster. Ja, okay, komm. Schere, Stein, Papier. Haha, du musst. Oder wenn du bestimmst, dann kann ich auch erst. Nein. Okay, Leontin zieht durch, Leute. Erstmal ein bisschen weniger. Hä, sind die so scharf? Oh mein Gott, Leute, Leontin ist, glaube ich, richtig am Kämpfen. Okay, Leute, komm, ich zieh direkt durch, Alter. Ich fetze eine ganze Packung. Hier so eine. So, die Packung? Ja. Okay, dann gib mir mal die Packung. Das alles schmeckt ekelhaft. Leute, wir haben einfach mal hier. Oh mein Gott. Ey, Bro, ich habe die noch nie gesehen, die Zombie-Takis bisher. Fetz das mal richtig weg. Mmh. Wow. Alter, sind die scharf, Digga. Und die sind hier voll am Struggeln. Boah, Leute. Kurz mal Mund ausspülen. Boah, Alter, da schwimmt sowas komisches drin, so ein Ball. Und let's go. Ist es okay? Ist okay. Und? Boah, nee, oder? Das ist mir ganz komisch. So ein bisschen nach Erdbeer mit Kohlensäure. Wie es kennt, ich probier's mal. Dein Mund ist ein bisschen sauer. Oha! Ey, ich finde das übelst geil. Ey, ich probiere jetzt das. Okay. Habt ihr das auch gesehen, wo man da so reinbeißen muss? Wow! Einfach reinbeißen. Wow! Und schmeckt gut. Ja. Ich probiere jetzt noch als letztes diese ultra scharfen Chips. Ihr seht schon, da sind ganz viele Warnhinweise drauf. Ich hoffe, dass die nicht so scharf sind wie der Hot Chip. Und. Glaubst du, die sind jetzt offen? Warte mal. Warte mal. Okay. Hat's funktioniert? Ja, jetzt hat's funktioniert. Oh mein Gott, das riecht so ekelhaft. Bro! Die stinken voll. Stinken nach AA. Ja, komplett, ne? Aber nach ganz, ganz, ganz alter AA schon. Und? Oh! Digga, sind die scharf, Mann! Oh, Spaß, die waren gar nicht scharf. Hey! Okay, Leontin, was machen wir als nächstes? Ich habe gesehen, dein Buch ist im Buchladen. Ja. Ich möchte, kannst du mir das vielleicht auch kaufen? Oh, mein Buch kaufen? Ja. Ja, okay, also eigentlich gibt es das noch gar nicht, Leute. Das kommt erst am 2.11. Aber Leontin, es gibt hier einen geheimen Buchladen, der hat das schon, okay? Und da kaufe ich das dir. Hä? Aber ist doch gar nicht mal draußen. Ja, aber in einem Laden gibt es das schon. Ist das letzte? Ja, das allerletzte, glaube ich. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt hin und kaufen Leontin das Buch. So, Leontin. Ja? Du wolltest dir noch mal was verschenken, oder was? Ja. Oha, Ehre. Let's go. Hier werden noch Takis verschenkt. Bitteschön. Oha, Leontin Ehrenmann. Schreibt's alle in die Kommentare. Leute, Leontin verschenkt hier die Süßigkeiten. Das ist für euch, die Zombie-Takis. Hallo. Ich hab das Buch gegessen. Ja, genau. Ja, klar. Und ihr bekommt noch ein paar Zombie-Takis heute auf Ehre. Von Leontin, den Ehrenmann. Die drei Mädels wollen noch jemanden grüßen. Und zwar? Apache 207, meine Familie und meine ganze Klasse 6D. Okay. Grüße an meine ganze Familie, an Aida und auch meine ganze Klasse 7D. Grüße auch an meine Familie und an meine Klasse 7A. So, Leute, wir verschenken hier noch ein paar Süßigkeiten gerade auf jeden Fall.
könnt euch einfach mal ein paar Sachen rausnehmen, Jungs und Mädels, ne? Gute Taten auch nochmal hier heute. Ey Leute, Leontin ist voll der Star, schaut mal. Der macht schon mehr Fotos als ich, Alter. So Leute, wir gehen jetzt hier in den Buchladen, und zwar in den Thalia. Wie gesagt, eigentlich kommt das Buch erst am 2.11. raus, aber wir schauen mal, vielleicht gibt es hier wirklich jetzt schon. Boah, Leontin, schau mal, das ist hier bei den Bestsellern auf Platz 1 einfach mal bei Spannung. Oha, willst du dir nehmen? Zack. Leute, oh mein Gott, alter Leontin, jetzt hast du mein eigenes Buch. Ey, willst du das geheime Wasserrutschen-Video dann auch gucken? Ja. Oha. Bitte? Ihr seht dein geheimes Video. Das schaut Leontin gleich, glaube ich, erstmal an auf jeden Fall. So, Leute, Leontin hat jetzt mein eigenes Buch gekauft. Alter, ich habe es natürlich bezahlt, Leute. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, das wird dir gefallen. Du kannst ja mal durchlesen, ne? So, Leontin, was machen wir als nächstes? Game Shop. Okay, komm, wir gehen in den Game Shop, Leute. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt zur Kasse und bezahlen mal das Minecraft-Schwein. So, Leute, wir packen jetzt erstmal hier das Schwein aus, auf jeden Fall. Ich nenne es Malu. Okay, Leontin nennt es Malu auf jeden Fall. Warte, weil es nie geht. Wow. Oha, Alter, Leute, da ist auf jeden Fall Malu. Wow. Alter. Boah, der ist richtig weich. Ey, Leontin, glaubst du, der überlebt den Sturz von hier oben? Wow, oh mein Gott, nein, das Schwein, Leute. Oh nein, wir müssen es retten, schnell. Wir müssen es retten. Okay, nimm mal die Packung mit. Schnell, Leute, wir müssen das Schwein retten. Nein. Wow, oh, hat er überlebt oder nicht? Er hat überlebt. Zeig mal. Oh, Alter, zum Glück sind noch alle Hufen dran. Okay, Leontin, weiter geht's jetzt. Okay, Leontin, was machen wir als nächstes? Ab zum Mediamarkt in Mannheim. Echt jetzt, Mediamarkt? Ja. Oh nein, ey, ich hab Angst, Alter. Immer wenn ich Mediamarkt höre, Leute, blutet mein Geldbeutel. So, Leontin, wir sind jetzt hier im Mediamarkt. Ja, was? Ich möchte... Ach, überrasch mich. Was? Ey, aber übertreib nicht, bitte. Ich habe schon so viel Geld für dich ausgegeben, Alter. Ja, ich will nur eine Handyhülle. Eine Handyhülle? Ja. Okay, aber was denn für eine Handyhülle? Eine pinke. Eine pinke Handyhülle? Ja. Nicht in die Apple-Abteilung. Warte, ich will mir... Ey, warte mal, das ist ein iPhone 15. Nein, ich will mir nur kurz angucken, ja. Ey, warte mal, Bro, iPhone 15 Pro Max, wie das willst du haben? Das kostet 2000 Euro. Ah, wem interessiert's? Ey, Alter, ich werde arm, Alter. Ja, trotzdem. Ey, willst du jetzt wirklich ein iPhone haben? Ich möchte ein iPhone 15 haben. Oh mein Gott, ey, Leontin, du machst mich kaputt, ey. Ich sag dir ehrlich, aber okay. Ich würde sagen, komm, wir fragen mal hier eine Mitarbeiterin. Darf ich einmal bitte das iPhone 15 haben? Okay, ich guck mal gerade nach, ob wir das auf Lager haben, ja? Ja. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay, danke schön. Ey, bitte, haben die das nicht auf Lager? Bitte, 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 bitte. Nein! Ey, Leontin, Alter. Ah! Ey, es gibt keine Nackenschelle. Es gibt nur kein iPhone da. Ich hab was gefunden. Nein, wirklich? Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh nein, ihr habt es wirklich auf Lager. Oh mein Gott. Ja, du bist arm! Oh mein Gott, Leontin, das ist iPhone 15. Okay, dann gehen wir mal zur Kasse, ne? Ja! Okay, let's go. Mann, Alter. Oh. Ey, Leontin, ich sagte, jedes Mal machst du mich arm, Alter. Mega! Aber Leute, wir sind hier übrigens im Mediamarkt in Ludwigshafen. Ihr seht es mal hier eingeblendet. Ich werde dann auch mal gleich ein Bild für die Seite machen auf Instagram. Ihr müsst alle mal liken. Ihr seht es jetzt gerade eingeblendet auf ihre Leute, dass sie der Mediamarkt auch mitmacht. Okay, einmal hier das iPhone 15. Oh mein Gott. Ey, Leontin, Mann. Boah, Alter, Leute. Das ist auf jeden Fall die ganz kleine Speichergröße. Selbst die kostet schon so viel. Richtig krank. Würde ich sagen, Leute, auf geht's mit der Karte. Let's go. Oh mein Gott, Leute, das iPhone ist bezahlt. Eieiei, Leontin. Viel Spaß damit. Dann nehmen wir hier die Tüte. Okay, danke, ne? So, Leontin, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zu Smith Toys und 20 Kilo Slime holen. So, Leontin, wir sind jetzt extra zum Smith Toys gefahren, Leute, über eine halbe Stunde. Glaubst du, das reicht für den ganzen Schleim, das hier? 20 Kilo auf jeden Fall. Ja, 20 Kilo, okay. Guck mal, hier gibt's ein Kilo. So, Leute, Leontin verliert hier gerade die Ware. So, Leute, schaut mal, Leontin kann das kaum noch tragen, weil das so schwer ist hier. So, Leontin, wir sind jetzt auch nochmal hier in der Autoabteilung. Hier wolltest du auch nochmal hin. Du darfst jetzt noch schnell ein Auto aussuchen, innerhalb von 30 Sekunden. Also schnell, 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 schnell. Okay, Boxauto. Okay. Ja, Boxauto. Boxauto? Autoscooter von der Kirmes? Ja. Okay, Leute, Autoscooter. Ich nehme noch eins. Noch eins? Nee, du musst dich entscheiden, Leontin. Den Bugatti? Okay, dann nimmst du eher den Bugatti, der ist doch krasser, oder? Ja. Okay, Leute, wir haben das Ganze bezahlt. Und zwar, hier seht ihr es, 218. Komm jetzt, du alter Opa. Ey, Alter, ich bin kein alter Opa. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Überall der fette Schleim. Leontin, wir machen jetzt alle auf und machen ganz fetten Schleimklumpen, okay?
Ja. Oh mein Gott, Leute, ey, das wird ehrenlos. Der wird so fett sein, dieser Schleimklumpen. Du wirst den Schleim über deinen Kopf kriegen. Nein, du wirst ihn über deinen Kopf bekommen. Nein, du! Oh mein Gott, Leute. So, Leontin, wir haben es geschafft, Alter. Alle Schleimdinger ausgepackt. Und jetzt machen wir daraus einen riesen Schleimhaufen. Boah, Alter, das ist ein richtig geiler Regenbogenschleim, Leute. Ich würde sagen, Leontin, lass mal hier auf diese Stelle einfach alles genau drauf machen. Alter, Bro, ist das geil. Wir machen alles auf einen Haufen. Boah, Leute. Wow, boom. Leute, habt ihr schon mal so viel Schleim gehabt? Ich glaube nicht. Deine Hände tun weh vom Mischen. So, Leute, wir haben auf jeden Fall... Wow, Alter, Leontin ist in den, den Schleim gejumpt. Wir machen es so, wir machen jetzt einmal ein kurzes Battle. Wir müssen kurz jemand Fremden das dazu bekommen, Burger Pommes zu schreien. Und, der es schafft, schneller einen zu bekommen, der ist der Gewinner und der andere muss sein Gesicht da reindrücken. Ja, ich das erst darf. Ja, komm, wir machen... Versuch mal direkt hier. Let's go! Okay, Leute, das war schon mal eine Niete. Mensch, Leontin, du musst dich beeilen. Schnell, 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 deine Zeit läuft. Schreib mal bitte Burger Pommes, bitte. Burger Pommes? Ja. Was passiert denn damit? Dann hat er schon mal einen ersten Punkt. Da muss er sein Gesicht da reinstecken. Wer? Ich? Nein, er. Ich. Ja, Burger Pommes. Wow, Burger Pommes, du hast es geschafft, Leontin. Danke. Oh mein Gott. Ey, Alter, warte mal kurz. Jetzt habe ich noch kurz Zeit eigentlich, ne? Oh. Ich habe jetzt auch noch eine Chance. Okay, Leute, meine Zeit läuft ab jetzt. Okay. Hallo. Hallo. Hi, sorry. Oh. Nein, kannst du kurz Burger Pommes schreien auf Ehre, bitte? Ja, Burger Pommes. Let's go, Ehrenmann. Ich habe schneller geschafft. Ich prank jetzt mal Lukas. Ich sag ihm, da ist eine Ameise. Ja, komm, und dann stecke ich einfach sein Gesicht da rein. Okay. Was ey, hier ist eine Spinne. Wo ist eine Spinne? Komm hier, schau, komm her. Was? Ganz nah. Ah, ey, Leontin, so geht das nicht hier. Du wolltest mich pranken hier, ne? Du musst dein Gesicht da reinstecken. Oh. Jetzt du auch. Ja, komm, ich mach auf Ehre. Okay, jetzt fahren wir zur Kirmes, Lukas. Zur Kirmes? Ja. Oh mein Gott. Ey, da kann man so viel Geld wieder ausgeben. Nicht ausrutschen, Leontin, pass auf. Auf zur Kirmes. Leontin hat jetzt auch noch den restlichen Schleim hier reingemacht. Oh. So, Leontin, jetzt fahren wir mal da geradeaus. Hey, hey, Burger Pommes. Hä? Ja, das ist McDonald's. McDonald's, lass mal da hinfahren. Willst du da hin? Ja. Willst du Burger Pommes fetzen? Ja. Ah, okay, komm, Burger Pommes. Burger Pommes. Ja, Mann, let's go, Leute. So, Leontin, jetzt gehen wir in McDonald's warte, rein, ne? Wir bestellen aber nicht ganz normal. Wir bestellen alles. Hä, hey, wie alles? Alles? Ey, wie? Alles. Alles, was es auf der Karte gibt. Was? Oh mein Gott, ich dachte, wir gehen hier ein bisschen entspannt essen für 20 Euro. Nein, nein, nein. Okay, also erstmal willst du jetzt alle Burger, oder was? Alle Burger. Alle Burger. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache das jetzt hier mal mit Leontin. Ihr seht gleich unsere Bestellung. Ey, Leontin, du hast mir Shops genommen. 92 Euro. Warte. Ja. Da fehlt noch was. Was fehlt da noch? Alter, das Eis. Zwei. Ich glaube, die Eismaschine ist kaputt. Ah, nee, der Cookie. Zwei. Okay, zwei Cookies noch. Leute, wir haben jetzt jeden Burger, den es auf der Karte gibt, eben einmal. Und zwar, ihr seht, oh mein Gott, Digga, alles. Leute, alle einzelnen Produkte. Ich würde sagen, ich bezahle das jetzt mal. Let's go. So, Leontin, die ganzen Burger sind da, Leute. Das ist jeder Burger auf der McDonald's-Karte. Bruder, und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Burger Pommes Turm, oder? Burger Pommes! Und weißt du, was beim Burger Pommes Turm ganz wichtig ist? Man muss immer das oberste beiseite machen. Und dann immer den nächsten Burger drauf und dann macht man einen Burger Pommes Turm. Dann hat man nämlich den riesen Burger Pommes, Leute. Jetzt kommt der nächste Burger. Nehmen wir mal den hier jetzt. Warte, ich beiß einmal rein. Boah, Leontin fetzt sie richtig weg. Jetzt draufhauen. Die nächste Schicht auf den Turm. Let's go. Und jetzt das oberste wieder runter. Und jetzt die nächste Schicht für den Burger-Pommes-Turm. Let's go. Nie in meinem ganzen Leben ein Big Mac gegessen. Echt noch nie ein Big Mac? Nein. Jetzt isst du den riesen Big Mac Burger-Pommes. Leute, die Schicht kommt ja auch noch drauf. Zack. Und Leute, wir haben jetzt den fetten Burger-Pommes-Turm. Okay, Leontin, schaffst du es, den komplett wegzufetzen, den Turm? Boah, Leontin, Alter, der ist größer als dein Kopf. Let's go.
Alter, wie schmeckt der? Boah! Leute, der Riesenburger-Pommes-Turm. Wie war der? Geil. So, Leute, ich habe jetzt auch einen richtig geilen Burger-Pommes-Turm gemacht. Ihr seht's hier. Und Leontin fetzt jetzt auch gerade schon Cheeseburger weg. Und wir haben ja auch ein paar Zuschauer getroffen. Was geht, Jungs? Burger-Pommes! Ja, Mann. Let's go. Und jetzt wird der Burger weggefetzt. So, Leontin. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Alter, wir haben alles aufgegessen. Wie war's? Lecker. Richtig geil, oder? Wo sollen wir jetzt als nächstes hin? Wir gehen jetzt zur Messe und alle Preise gewinnen. Was? Auf der Kirmes alle Preise gewinnen? Ja. Boah, Alter, das auch noch. Bro, das sind richtig teuer, Leontin. Dann gibt's eine Überraschung, wo wir noch hingehen. Oha, okay. Da bin ich mal gespannt, Leute. Okay. Ich zeig dir mal ein Logo. Miau. Hä? Wie? Miau, miau. Miau. Okay, ich glaube, da müssen wir noch mal drüber reden, Leute. So, Leontin, wir sind jetzt auf der Kirmes. Burger Pommes, Leute. So, Leute, Leontin will hier direkt 25 Pfeile haben. Ich würde sagen, wir machen das direkt mal hier. Bemühe dich auf jeden Fall, dass du gut triffst hier, ne? Wow, der erste ist schon mal runter. Ja. Soll ich auch mal machen? Ja, ich treffe auf Ansage direkt. Guck. So, Leute. Leontin, ich gewinne hier für dich. Okay. Ich bin gut, ne? Oh, da waren richtig viele. Let's go, Leontin. Soll ich dir runterhelfen oder geht's? Perfekt. So, Leontin, was machen wir als nächstes? SpongeBob! Oha, hier gibt's wirklich einen SpongeBob. Geil, okay. Bist du SpongeBob-Cube, ne? Okay, dann müssen wir jetzt erstmal kurz Geld wechseln. So, Leontin, wir haben jetzt ganz viel Geld gewechselt. So, machen wir hier schon ein paar Reihen davon. Let's go. Und mal schauen, ob wir es schaffen, den SpongeBob zu bekommen. Oh, aber nur den SpongeBob, nicht diesen roten, der ist komisch. Nur den SpongeBob. Du musst noch ein bisschen nach hinten. Okay, erster Versuch, Leontin. Ah, let's go. Leute, ich hoffe, Leontin schafft es zu gewinnen. Und let's go, Leute. SpongeBob gönn, Bruder. SpongeBob. Ah, ich versuche einmal den SpongeBob hier. Oh, Leute. Gönn, Bruder. Nee, der gönnt nicht der Automat. Wir müssen zum nächsten gehen. Willst du hier Pokémon, Minions? Ja. Leute, ich hoffe, Leontin schafft es auf jeden Fall, weil sonst werde ich richtig arm hier. Leontin will alle Preise gewinnen. Ah, nee, ich glaube, der nicht. Warte mal, wir versuchen mal den anderen Pikachu. Und... Ach, Mann, ey. Oh, Leute, vielleicht gönnt sie jetzt mal. Nee. Ey, Mann. Der Automat ist Scam. So, Leontin, jetzt machen wir Huggy Wuggy, Leute, weil ich glaube, das könnte besser funktionieren. Die Kralle ist kleiner. Und. Ah. Oh. Oh. Wir müssen für dich unbedingt auf Preise gewinnen. Ja. Ja. Ja, perfekt. Oh, der war perfekt. Hier, die letzten Münzen, Leontin, da sind schon mal die ersten 20 Euro hier weg an den Greifautomaten. Leute, wir wollen unbedingt Regenbogen Huggy Wuggy. Ah, schade. Und gönn's. Okay, Leute. Leontin ist richtig sauer. Beruhig dich, Leontin, beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich, Leontin, warte kurz. Ey, wir haben noch zwei Versuche. Wenn der jetzt nicht klappt, ich spüre. Komm, der klappt, Leontin. Vielleicht gönnt er. Ach, Mann, ey. Ja. Boah, der liegt echt gut, ne? Man weiß noch nicht, was das ist, aber ich versuch's mal. Ja, der muss eigentlich klappen, ne? Ja, wenn er nicht klappt, dann ist es halt... Hä? Das kann nicht sein, oder? Ey, Mann, das gibt's nicht, oder? Ja. Ey, Leute, komm, wir machen mal weiter mit den nächsten Preisen. So, Leontin, jetzt sind wir hier beim Dosenwerfen. Ich würde sagen, wir machen direkt mal 9 Bälle, bitte. Okay, gib alles. Okay. Und. Oha! Let's go, Leontin. Und. Boah, der war richtig krass. Alter. Jetzt kannst du, glaube ich, gleich besser zielen. Warte. Boah! Alter, der war geisteskrank, Leontin. Let's go. Oh mein Gott, ich glaube, du. Oh mein Gott, der räumt ab, glaube ich, Leute. Und. Boah! Was, Alter? Ja, nice. Ja. Komm, die letzten. Die schaffst du auch noch. Boah, ey, mit den nebendran war das aber wirklich alles abgeräumt. Dann hol dir mal hier 3 Sachen. So, was nimmt dich, Leontin?
Ja. Okay, let's go. So, Leontine, was machen wir jetzt? Du tust mir schon leid. Wieso? Jetzt kaufst du mir entweder einen Hundewelpen. Hä? Oder einen Katzen. Was? Ey, übertreib nicht, Leontine. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Oh mein Gott. Und ich nenne eins von beiden dann Paco. Was? Ey, Alter, okay, Leute. Dann gehen wir mal wahrscheinlich zum Tierheim. So, Leontine, wir sind jetzt angekommen. Du hast ja gesagt, du willst unbedingt einen Hundewelpen, oder? Ja. Boah, Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Und zwar, ihr seht es hier, Tierheim Mannheim auf jeden Fall. Wir gehen jetzt gleich mal rein und schauen mal, was die für krasse Hundewelpen haben und Süße und so weiter. Ja. Ey, aber Leute, ich muss echt sagen, boah, ich hoffe, deine Eltern erlauben das dir, dass du jetzt einen Hund hast, ne? Was denkst du? Ich glaube, ja. Glaubst du, ja? Okay, Leute, let's go. So, Leute, hier ist auch schon eine Katze, die hier rumläuft. Und da hinten auch schon ein paar Hühner einfach. So, Leute, jetzt werden hier die Katzen das erste Mal... Ja, die haben AA gemacht, Leontine. Jetzt werden hier das erste Mal freigelassen. Die wurden hier gerade gerettet. Oh, guck mal. Oh, die sind richtig verängstigt. Schau mal. Oh, guck mal, Leontine, die Katze will zu dir hier. Hi. Die ist jetzt mein Burger-Pommes-Bruder. Burger-Pommes-Bruder. Das ist unfair, die haben ein größeres Zimmer als meins. Ja, Leontine, willst du hier einziehen? Nein. Oh, guck mal, wie süß. So, Leute, Leontine bekommt jetzt hier die Katze. Komm, Leontine, wir gehen mal zusammen rein. Komm. Jetzt lernen wir Taco kennen. Oh, Leontine, du hast jetzt Taco. Taco, hallo. Leontine hat jetzt hier seine Katze und Leontine. Wenn die Leute auch auf jeden Fall Tiere möchten, dann unbedingt hier im Tierheim Mannheim. Da gibt es ganz viele Tiere, die auf ihren Besitzer warten. Und ja, vielleicht willst du nochmal so ein Foto machen hier mit Taki, Taco. Was für Takis? Takis ist was anderes, ja. Heute Leontine lernt jetzt hier gerade Taco kennen. Oha, guck mal, Taco ist richtig krass hier unterwegs. Oh, jetzt ist hier schon ein bisschen schwindelig bestimmt, oder? Oh, guck mal, jetzt sind die andere auch. Oh. Oh, guck mal, die will das jetzt hier in den Tunnel reinziehen. Boah, Taco, Leute, schreibt alle Tacos der coolste in die Kommentare. Boah, guck mal, Leontine ist sogar eine Schlange einfach mal. Boah, Leute, Leontine bekommt jetzt hier einfach eine Schildkröte. So, Leute, wir sind jetzt hier raus aus dem Tierheim und Leontine hat jetzt Taco bekommen. Leute, Taco ist schon im Kofferraum. Ich hoffe, deine Eltern werden das erlauben, ne? So, Leontine, gleich geht es auf jeden Fall los in den Heli. Wir sind hier schon am Heliplatz. Hast du schon Bock? Ja! Leute, richtig krass. Die erste Sache heute, die wir machen, direkt einen Helikopterflug. Wir sind hier bei... Dann gehen wir noch Goldkette bei Gucci kaufen. Ja, das machen wir auch noch gleich. Leute, und wir sind hier übrigens bei Heli 7 in Mannheim. Das heißt, checkt auf jeden Fall mal unbedingt hier die Ehrenmänner und Ehrenfrauen ab, Leute. Richtig geile Aktion auf jeden Fall, dass wir hier wieder mitfliegen können. Leute, da hinten wird schon mal der Heli ready gemacht hier für uns. Ihr seht es. Heli, Heli, Heli. Leontine hat schon richtig Bock, Leute. Heli, Leute. Heli, oh. Heli, Heli. Guck mal, der Heli. Motor wurde schon gestartet hinten, Leontine. Ja. So, Leontine, es geht los, Alter. Heli, let's go, Mann. Heli, Heli. Du wirst ganz oben nochmal Burger Pommes dann schreien, okay? Burger Pommes. Burger Pommes. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Wir gehen jetzt hier rein. Mit Leontine in den Helikopter. Let's go. Alter, Leute, Leontine einfach im Heli. Haha, ihr Loser! Ey, Alter! So, Leute, wir sind jetzt im Flieger. So, Leute, jetzt sind wir auf jeden Fall hier im Heli. Alter! Oh mein Gott! Bist du aufgeregt? Ja! An meine Klasse. Hier, ich fahre einen Helikopter. Also, ihr könnt mir glauben. Leontine, wir heben ab. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fliegen gerade ab. Oh mein Gott, die Vögel. Oh. Oh. Das ist so geil. Ah, ey, Coca-Cola. Oh mein Gott. Man denkt, die Autos werden so kleine Spielzeugautos. Leute, das ist der beste Flug meines Lebens. Das sind Spielzeugautos. Da ist Bauhaus, Leute! Wo gehen wir jetzt hin? Das verrate ich dir gleich, Leontine. Oh Mann! Leontine, wie war's? Sag ehrlich! Cool! Mega cool, oder? Ja! Und wo gehen wir jetzt hin? Das verrate ich dir im Auto. So, Leontine, wir fahren jetzt als nächstes nach Mannheim in die Innenstadt. Warum? Wir werden jetzt dort, würde ich sagen, dich mal ein bisschen umstylen, ein bisschen umkleiden. Du wirst jetzt richtig krasse Sachen bekommen. Wo denn genau? Wir werden zu Gucci und zu Rolex gehen. Oh mein Gott, ja!
Burger Pommes! So, Leontin, wir sind jetzt hier in der Innenstadt von Mannheim. Leontin, schau mal ganz da hinten, wenn du jetzt mal ganz guckst, da ist ein Rolex-Schild. Siehst du das? Oh, ja. Natürlich, ein Milliardär trägt eine goldene Rolex am Arm, oder? Ja. Ich würde sagen, hast du Bock, mal eine auch zu bekommen? Ja. Ich würde sagen, Leontin, guck mal, da auch Rolex. Komm, wir gucken erstmal in den Schaufenstern. Ja. Kannst du schon mal gucken, welche Uhr dir gefällt. Hier, warte, links. Guck mal, hier Rolex. Guck mal, das sind doch die, die du willst, oder? Rolex in Gold. Guck mal, die kostet 20.000 hier. Ein bisschen mehr Millionen. Okay, eine Million? Ja. Okay. Ey, Leute. Oh mein Gott, Leute. Leontins neue Rolex, Digga, mit Diamanten. Bro, Alter, wie viel hat die gekostet, Leontin? 900.000. 900.000 Euro, Leute. Das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, Leute, um Milliardär zu sein. Man braucht eine richtig fette Gold-Rolex mit Diamanten. Wie findest du die, Leontin? Sag ehrlich. Krass, 10 von 10. 10 von 10, ne? Die ist noch ein bisschen zu groß, Leute. Die müssen wir noch kleiner machen lassen. Aber auf jeden Fall. Ja, hier zeigt nochmal die Uhren voller Pracht. Ey, Alter, die ist geisteskrank, Leute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir haben hier gekauft im Rolex-Laden. Ich würde sagen, Leontin. Ja, komm zum nächsten Schritt, oder? Ja. So, Leute, wir sind jetzt hier im Gucci-Laden und hier gibt es einfach mal eine richtig krasse Holzrutsche. Leontin, willst du die mal testen? Ja. Okay, warte mal. Let's go, würde ich sagen. Let's go! Wow. So, Leute, ich weiß nicht, ob ich die auch testen darf. Ich hoffe. Boah, ich passe gerade so rein. Wow. 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 Ey, Alter, du hast dich da versteckt, Leute. Ey, die war krass, die Rutsche. Okay, jetzt lass mal nach oben zu Gucci gehen, ne? Ja. Let's go. So, Leontin, wir sind jetzt hier bei Gucci. Du siehst es. Ey, schau mal diese Gucci. Boah, schau mal hier, der Rucksack. Und ich würde sagen, ein Milliardär hat doch immer Gucci an, oder? Ja. Guck mal, hier Gucci-Jacke, alles Mögliche ist hier am Start. Aber ein richtiger Milliardär trägt einen Anzug. Wusstest du das? Ja. Let's go, Leute. Und einmal Style-Swap. Wow. Wow, Leontin, Alter, du sitzt einen krassen Anzug an, Alter. Ey, Alter, dreh dich mal. Richtig fresh, Leute. Digga, einfach Milliardärs-Outfit jetzt. Okay, Leute, ich würde sagen, Leontin, jetzt sind wir schon echt gut ausgestattet, ne? Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine Goldkette. Ey, stimmt, eine Goldkette, das ist eine krasse Idee. Ja. Stimmt. Okay, wir gehen jetzt in den Juwelierladen und holen dir noch fette Goldketten. Ja. Let's go, Leute. So, Leontin. Ich möchte Milliardärs-Schokolade. Du möchtest Milliardärs-Schokolade? Leute, wir sind hier bei einem richtig krassen Schokoladenladen hier. Die möchtest du? Ja. Boah, die sehen richtig krass aus. Komm, dann kaufen wir die. Ja. Weil wenn man Milliardär ist, dann isst man keine Milka-Schokolade. Ja. Isst man krasse Pralinen, oder? Ja. Und Leute, für 22,50 Euro, die nehmen wir auf jeden Fall, Leontin. Aber die sind zu günstig. Zu günstig? Ja. Nee, komm, das geht. So, Leontin, ein bisschen Schokolade jetzt wegfetzen, oder? Ja. Leute, Milliardärs-Schokolade wird jetzt weggefetzt. Ey, er bekommt hier eine richtig krasse Kopfbedeckung. Boah, die sehen unnormal geil aus. Da gibt's rote, grüne. Probieren wir jetzt mal das allererste. Pass auf, dass nicht alles rausfliegt. Perfekt. Und die erste Praline wird getestet hier von Leontin, dem Milliardär. Leute, ich teste jetzt auch nochmal die hier. Und? Ey, ich schmeck mir aber wirklich nach Nougat. Nach Nougat? Mmh, also meine ist richtig lecker. Würdest du sagen, schmeckt gut, Milliardär zu sein? Oh. Wir kaufen aber jetzt noch mal ein paar Goldketten, oder? Ja. Let's go. So, Leontin. Da gibt's voll guten Schmuck für Milliardäre. Komm, lass da rein. Boah, Alter, aber das ist viel zu teuer, Leontin. Guck mal, da kostet 5.000 Euro so ein Ring. Egal, du bezahlst das. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir gehen hier rein in den Juwelier. Ronkone hier in Mannheim. Check's auf jeden Fall mal ab. Boah, schau mal. Boah, guck mal, Leontin, hier. Für 11.750 Euro. Zu günstig. Zu günstig. Muss noch teurer sein hier. Oder was? Entschuldigung, was ist die teuerste Sache hier? Ich möchte die Goldkette. Die Goldkette möchtest du? Die an dem braunen Typ da. Boah, die da hinten, die kostet wahrscheinlich 10.000 Euro, Leontin. Egal, du bezahlst das. Ja, du bist heute Milliardär, ne? Oh mein Gott. Boah, Goldkette. Leute, Alter, schau mal, Leontin, ey, richtig hier Gold iced out, alles mit Diamanten. Ja. Heftig, Leontin. Ey, du hast mich richtig arm gemacht, Alter. Die Ketten haben 200.000 gekostet, alle. Ja, ja, ja. Boah, aber Leute, schreibt mal, hat Leontin Drip heute als Milliardär, dreh dich mal so. Boah, Leute, ey, richtig krank. Und jetzt lass erstmal Gold wegfetzen, oder? Ja. McDonald's. Ja. Leute, vertraut mir, ich habe da was richtig krasses vorbereitet. Boah, ey, Leontin, Alter, jetzt bist du echt übelst krass am Start, sage ich dir. Gold Rolex, Goldketten. Damit kann ich in der Schule angehen. Ja, das stimmt. Und Leontin, ich habe auf jeden Fall was krasses vorbereitet. Und zwar werden wir jetzt in McDonald's einen echten Blattgold-Burger essen. Was? Mit Goldpommes. Oh mein Gott. Let's go, lass mal hin, oder? Ey, warte. Aber wo bestellt man den?
Ja, ich zeig dir das gleich, wie ich das gemacht habe. So, Leontin, wir sind jetzt bei McDonald's Burger Pommes wegfetzen, ne? Bei unser Haus. Genau. Und Leute, zweites Haus. Ganz wichtig, eigentlich gehen Milliardäre ja nicht zu McDonald's, aber ich zeig euch, warum heute doch Milliardäre zu McDonald's gehen. Einmal ziehen. So, Leontin, du kannst jetzt heute aussuchen, welchen Burger. Ein Milliardär bestellt natürlich viel. Ja, was bestellt denn ein Milliardär bei McDonald's? Ein Milliardär? Ja. Ihm ist es egal, wie viel Cheeseburger er bestellt. Ja, ist egal. Wo sind die? Da ist Cheeseburger. Und natürlich Nuggets. Okay, so, Leontin, jetzt haben wir Essen geholt. Milliardäre essen doch kein McDonald's. Ja, denkst du, ne? Aber schau mal, was ich hier habe. Blattgold! Essbares Blattgold. Und das reicht doch nicht. Guck mal, ich habe hier auch Goldspray, Leute. Wir werden alles Gold einfärben. Und ja, wir haben noch viel mehr Blattgold. Schau mal. Wow. Warte, ich probiere das mal aus. Ja, probier das mal aus bei den Pommes. So, Leontin, du kannst jetzt mal hier das Goldspray schon mal testen. Boah, schau mal, goldene Burger-Pommes. Boah, Alter. Und wie schmecken die? Boah, oh mein Gott. Ist krass, Alter, Leute. So, und jetzt, Leute, wir machen jetzt einen goldenen Burger-Pommes, okay? So, einmal hier die goldenen Pommes drauflegen. Warte, da muss noch ein bisschen mehr. Ja, warte, leg die drauf und dann sprüh. Und Leute, jetzt werden wir die Pommes einfach mal komplett gold machen. Ja, perfekt. Jetzt einmal schließen. Das ist krass, oder? Ja. Jetzt werden wir das noch komplett überziehen mit Blattgold, Leontin. Das werde ich jetzt mal kurz machen, ja? So, Leute, Leontin macht hier noch mal die Pommes ein bisschen gold. Ah. Das dampft hier richtig, ey. Leute, Alter, wir sind noch gerade dabei, den Burger zu vergolden. Okay, Leontin, und die Chicken Nuggets werden natürlich auch vergoldet. Let's go. So, Leontin, der goldene Cheeseburger ist fertig. Schau dir den mal an, richtig vergoldet. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr als erstes probieren würdet. Ja. Also ich werde als erstes die Pommes probieren. Einmal noch eine Goldpommes probieren. Zack. Boah, Leute, so ist ein Milliardär bei McDonald's. Übrigens, Leute, der Cheeseburger mit dem Gold kostet einfach mal 100 Euro. Kein Witz, Leute, weil das ist echtes Gold. 23 Karat. Dann kommen wir mal zu dem goldenen Chicken Nugget. Boah, lass dir schmecken, Leontin. So, Leute, und jetzt kommen wir zum großen Finale. Leontin Fett setzt den Gold-Cheeseburger weg. Boah, Alter. Boah, beiß mal hier richtig rein. Boah, in den goldenen Cheeseburger. Let's go, Mann. Und, boah, richtig viel Gold an der Lippe. Wie schmeckt der? Hau raus. Geisteskrank? Leute, das ist einfach mal ein Milliardärs-Cheeseburger hier. Würdest du sagen, ist besser mit Gold oder ohne? Mit Gold. Leute, eindeutig. Wir haben etwas vergessen, den Cookie einzusprühen. Stimmt, der Cookie muss auch noch Gold werden. So, Leute, langsam aber sicher wird der auch Gold. Und Leute, falls ihr euch fragt, das Ganze ist essbar. Ihr seht es hier, ne? Okay, mehr geht nicht, mehr kam nicht raus, Leute. Aber ein bisschen Gold ist noch draufgekommen. Boah, willst du mal einmal so einen richtig dicken hier so durchlecken durch das Gold mal? Boah. Pures Gold auf der Zunge. Let's go, Leute. Wir lassen es jetzt richtig schmecken. So, Leute, wir haben jetzt auch noch mal natürlich eine goldene Cola. Nur oben abschrauben, ne? Ganz vorsichtig, das fliegt sofort sonst raus. Und jetzt kannst du das ganze Goldpulver hier einfach mal reinkippen. Boah, die goldene Cola bei McDonald's. Boah, Leontin, jetzt musst du aber auf jeden Fall mal probieren hier das Goldene, ne? Boah, und? Perfekt. Perfekt, Leute. So ist ein Milliardär hier. So, Leontin, als nächste Überraschung sind wir an einem ganz bestimmten Ort. Und zwar Augen auf und umdrehen. So. Oh mein Gott! Boah, komm mal hier rein. Leute, wir sind hier nämlich im... Das ist ein Bugatti. Da ist ein Bugatti hinten. Wir sind hier im Automobilzentrum Rhein-Neckar, Leute. Und das Ganze gehört übrigens Omid. Checkt mal seinen YouTube-Kanal ab, Leute. Und lasst mal dort auch Ihren Abo da. Und zwar, Leute... Wir schauen uns hier heute die krassesten Autos an, die es in ganz Deutschland hier überall gibt. Leontin, wie findest du es? Sag mal ehrlich. Nein. Boah, das ist ein Bugatti, Alter. Oh mein Gott. Ey, ganz vorsichtig, Leontin, der ist richtig teuer, ja? Oh mein Gott, wie findest du den? Ganz krass. Hast du schon mal einen echt gesehen? Nein, habe ich nicht. Leute, richtig krass. Ich habe auch nur einen in Dubai gesehen. Weißt du, wie viel der kostet, Leontin? 5 Millionen. Ja, stimmt sogar, glaube ich, ungefähr. 5 Millionen Euro. Hast du schon mal sowas Teures vor dir gesehen, Leontin? Nein. Nein, oder? Wenn man Milliardär ist, kann man den sogar fahren. Ja, wirklich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leontin. Leontin sitzt in einem Bugatti Chiron, Alter. Wie fühlt es sich an, Leontin? Nichts drücken, okay? Okay. So krass. Das ist krass. Boah, ey, das hat fast noch niemand gemacht, außer dir. Wie riecht es? Komm mal her. Weißt du, wie das riecht? Nach Milliardär? Riecht nach Defektionsspray. Okay,
Okay. Boah, Leonchen, und jetzt schauen wir uns nochmal die Lamborghinis hinten an, oder? Ja. Boah, let's go. Ich möchte mir hier jedes einzelne Auto ansehen. Ja, okay, machen wir. Welches findest du am allercoolsten? Die Bugatti. Den Bugatti, ja, ich auch. Schau mal hier, der blaue Lambo, der ist auch krass, oder? Nochmal Grüße an Max, weil er gerade im Krankenhaus ist. Hier ein neonblauer Lambo. Ja, Grüße an Max auf jeden Fall. Boah, der ist auch geisteskrank, der Lamborghini, oder? Der SVJ. Ist geisteskrank. Wie viel kostet eigentlich der Lamborghini, der blaue? 700.000. 700.000, Leon. So, ich habe gedacht 700 Euro. Ja, also wenn du ein Milliardär wärst, du dürftest dir 3 Autos hier kaufen. Welche würdest du kaufen? Die 2 Bugattis dort okay. hinten. 2 Bugattis, nee, okay. Ein Bugatti. Ein Bugatti. Den türkisen Lambo. Den blauen Lambo, okay. Warte. Noch ein Ferrari oder nicht? Nee. Kein Ferrari. Vielleicht dann noch den. Den hier? Nee, nur den, blauen und Bugatti. Okay, das ist eine sehr gute Wahl, muss ich dir lassen. Okay, Leontin, die allerletzte Überraschung. Bist du bereit? Ja. Okay, komm mal mit. Leute, ich habe jetzt was richtig Krasses für die vorbereitet. Aua. Wow. Okay. So, bleib mal hier stehen, okay? Okay, Leute, und zwar bekommt Leontin einfach mal, du kannst jetzt die Augen aufmachen, du bekommst meinen goldenen Playbutton geschenkt. Oh mein Gott! Für 1 Million Abonnenten. Nicht fallen lassen, okay? Boah, schau mal. Und zwar den bekommt man von YouTube, wenn man 1 Million Abonnenten geschafft hat. Siehst du das? Oh mein Gott. Ist krass. Du bist der Beste. Und wir stehen hier einfach gerade mit einem Einkaufswagen vor dem Metro. Metro. Was ist Metro? Das ist ein riesiger Großhandel für XXL-Süßigkeiten, die es nirgendwo anders gibt, Leute. Weißt du, was da gibt? Was? Big Boo Boo Kit Kat. Okay. Big Boo Boo Kit Kat. Es gibt alles, Leute. In Nutella-Eimer. Nutella-Eimer. Und es gibt, Digga, es gibt Produkte, die ihr niemals in irgendeinem anderen Supermarkt finden My werdet. My fuck, we und are Leonchi, winner, alles, was du heute anfasst, muss ich dir kaufen. Ja! Leute, auf jeden Fall, lasst dafür einen fetten Like da und kostet das Abo, wie gesagt. Und achso, eine handsignierte Autogrammkarte ist auch beim Merch dabei. Ich würde sagen, let's go, wir gehen mal rein, oder Leontin? Schiebst du mich? Ja, komm, ich schieb dich. Emma Benz, roll ich wie ein Ghetto-Präsident, oh, mein Benz! Let's go, Leute! Ich war da selbst noch nie drin. Es ist auch für mich das allererste Mal. Ich auch! Für dich auch, ne? Auf geht's auf jeden Fall in den Markt. Wir gucken mal, wie es wird. Bis gleich, Leute. Ich melde mich dann, wenn wir wieder drin sind, ne? Mhm. So, Leute, wir sind jetzt hier am Eingang von dem Ganzen und ey, du hast schon eine Sache angefasst, das sind einfach riesig, zeig mal. Lol, das sind einfach so Gummienten ganz viele. Gummienten! Okay. Und Alter, wir haben hier einfach noch so Konfetti-Bonbon oder sowas, okay? Konfetti-Bonbon? Nimmst das auch mal mit, ne? Bonbon. Warte, wo ist jetzt Nutella-Eimer und so? Ja, ja, Leute, die Riesensüßigkeiten, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber guck mal, hier gibt's auch noch was, Leontin. Alter! Luftschlangen-Shooter. Alter, aber schau mal, wie groß. Alter, der ist XXL, ne? Ich würde sagen, let's go. Und jetzt gucken wir mal, sollen wir mit jetzt in die Süßigkeitenabteilung? Ja, komm. Okay, dann müssen wir da lang. Ich hab dort hinten was gesehen. Was denn? Ich hab was gesehen, komm. Okay. Oh mein Gott, Leontin, schau mal, hier gibt's diese riesen Regale bis ganz da oben zur Decke. Und jetzt müssen wir hier nur die richtige Abteilung finden, okay? Alter, Leute, hier kann man die größten Sachen überhaupt kaufen. Wo sind Schoki? Die boah, da Alter. Mit rein. Alter, du willst so einen ganzen Eimer davon holen, von diesen ganzen Celebrations, okay? Ja, die sind schon Twix, Mars, Snickers, alles drin. Und ich würde sagen, warte mal, das sind hier Getränke. Und Alter, guck mal, hier ist die Chips-Abteilung. Guck mal, hier ist die Chips-Abteilung. Alles, was du anfasst, werden wir kaufen. Ich guck dich auf jeden Fall genau um. Leute, hier gibt es bis zur Decke. Schaut euch das mal an, Alter. Einfach hier wo Produkte. Wo sind denn Chips? Oh mein Gott, Digga. Alter, guck mal, hier gibt's so riesige Pringles Booster Packs. Oh, hol Booster Pack. Welches willst du davon? Dieses rote. Das rote hier? Alter, Booster Pack. Oh, zeig mal, Alter, das ist so ein richtig fettes Booster Pack. Also, Leute, das sind wie gesagt die Produkte, die es so nirgendwo anders gibt. Ultra krass. Alter. Das da. Zeig mal hier. Ey, aber kennt ihr die? Aber die sind halt so riesig. Das sind so Jumbos, ne? Ja. Guck mal, da kannst du auch hier so ein ganzes Paket davon nehmen. Schau mal hier hinten. Gut. Wir nehmen hier heute nur die richtig dicken Pakete, oder? Ja. Da, oh! No! Und, oh mein Gott, du hast schon was gefunden, sehe ich ja gerade. Hanuta Minis. Oha, okay. Hello. Das nehmen wir auf jeden Fall Schau auch mit. Schau mal, das da. Hä? Eine Sammeltasse. Das will ich auch haben. Das willst du auch? Also das hier, ne? Okay, das hast du auch berührt, das kriegen wir auch, Leute. Die Snack-Kits, ja, okay. Die packen wir auch nochmal ein, Junge, das wird so viel. Guck mal, hier gibt es riesige Lint-Packs, Alter. Lol. Geisteskrank.
Und oh mein Gott, schau mal, siehst du es da hinten schon? Was denn? Hier ist zum Beispiel eine riesen Süßigkeitenabteilung. Siehst du es noch nicht? Guck mal, hier überall Leon zieht. Oh mein Gott, schau mal hier. Hier sind die großen Alter. Packs, Alter. Guck mal hier. Alter. Ey, und hier kannst du dich mal umgucken. Digga, hier gibt es die größten Packs aller Zeiten. Center Shock Packs, guck mal. Das hier will ich auch. Alter, zeig mal, was das ist. Licker. Das sind diese Brain Licker. Und guck mal, ey Leon, guck mal hier. Und, oh, kommst du eigentlich dran? Den musst du ja berühren. Ja, okay, hast du geschafft. Ja. Dann nehmen wir die einmal und guck mal hier. Alter, guck mal, Digga, es gibt hier diese ultra fetten Packs, weißt du? Und guck mal hier, Burger Pommes Pack. Alter! Willst du das auch? Ja. Oh mein Gott, zeig die mal nochmal für die Kamera hier. Burger Pommes. Alter, das sind so viele davon. Das sind 200 Stück, siehst du das? Alter. 200 Stück, Leute. Dann hat Leon noch die hier genommen. Explosive Sour Bubblegum. Digga. Oh mein Gott, das ist einfach der Himmel auf Erden hier. Guck mal, Leontin, komm mal her. Oh, ein ganzes Pack, Digga. Okay, Leontin, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal mit dir mit und du suchst dir mal aus, du berührst einfach mal die Sachen, die du haben willst, ne? Ey, sag ehrlich. Schokodongs. Schokobongs nochmal hier. Kinder Bueno. Wieder auch. Ey, das wird so eskalieren, oder? Was meinst du? Lol, was ist das denn? Lilly Lilly Classic. Digga, was sind das für große Packungen hier aber auch, ne? Die auch. Paw Patrol. Digga, ist ja geisteskrank fett hier alles, ey. Oh mein Gott. Alter. Bruder, ist das viel, ey. Probieren wir dann auch alle Sachen? Ja, so ein paar können wir auf jeden Fall probieren, ne? So. LOL! Digga, übelst Toffifee Maxi-Pack, ne? Digga, guck mal, hier so XXL-Melonen oder Tennisbälle. Welche willst du? Melönchen. Oh, guck mal. Oh mein Gott, das sind diese Wunderschnuller XXL-Pack. Was? Guck mal hier, 1,7 Kilo Wunderschnuller. Alter. Digga, die sind geisteskrank, oder? Ja. Oh. Ich bin auf der Jagd nach dem... Was hat Leontin gefunden? Alter, was? Digga, das sind Nutella-Eimer. Bruder, sind die fett, Mann. Ey, das ist 3 Kilo jeweils. Ja! Nutella-Eimer! Einfach Nutella-Eimer. Für ein Jahr, Digga. Für ein Jahr Nutella, ne? Oh mein Gott, das Ganze willst du? Knopf hast auch noch. Ey, ja, Leontin, hau mal raus. Wie findest du es hier? Richtig geil! Alter! Guck dir mal das an! Oh, oh mein Gott! Ein Ahai-Brause-Eimer! Nimm den mal mit. Oh mein Gott! Das sind diese Kaugummi-Zigaretten! Alter, die gibt's ja hier in XXL-Packs! Der mega krank mit Raucheffekt! Oh mein Gott! Und schau mal hier! Hey, was sind das denn? So Bubble Rolls? Die kenne ich auch gar nicht! Hol ich einfach mal auch mit! Was? Oh. Alter, das Geld, Mann! Aus Schokolade. Zu viel Money und Lee. Wir sind ja auch nur in der ersten Süßigkeitenabteilung, ne? Wo ist die andere? So, Leontine, du wolltest hier noch mal... Alter, die Center Shocks hier. Ja. Lol, was sind das denn für welche? Alter, ich weiß Mr. nicht. Mr. Greedy Spider, Mr. Slimer Center Shock. Die habe ich schon nie gesehen. Oh mein Gott, richtig heftig. Okay, lass mal weiter gucken, ne? So, Leontine, die andere Süßigkeitenabteilung hier. Alter! Hä, was ist das denn? Leute, das sind die XXL-Schlümpfe. Guck mal, Leute, das sind die normalen. Guck mal, ihr seht, das sind die normalen Schlümpfe und das sind die XXL-Schlümpfe. Alter. Ey, wir nehmen auf jeden Fall die XXL-Schlümpfe. Alter, Leontin, das hast du noch nicht gesehen, oder? Guck mal, diese Popcorn-Eimer. Digga. Bruder. Junge, was sagst du dazu, Leontin? Alter, ist das geil. Das ist krank, ne? Ja. Bruder, guckt euch diesen Einkaufswagen an. Ey, ich werde so arm nach diesem Video sein. Bruder, ich werde gar kein Geld mehr haben. Alter, und oh mein Gott. Alter! Riesen! Das sind riesen Cola-Fische. Schau mal! So Smileys! Oh mein Gott. Schau mal, Glotzis! Oh, Alter, soll ich die holen? Ja, die musst du eigentlich berühren, dass ich die hole. Ja, okay, hast du geschafft. Ja. Alter, schau mal, wie viele davon. Einfach eine ganze Box voller Augen. Junge. Ey, ich sag euch, diese XXL-Packungen hier, die sind so heftig, Mann, oder? Können wir hier öfters hingehen? Ja, das glaube ich dir, ne? Guck mal, das geht ja bis zur Decke, Leute. Ich wette, du hast noch nicht alles gefunden in dieser Abteilung, oder? Alter, ich wette, du hast noch nicht alles gefunden, Leontin. Wassermeloni. Okay, lass mal nochmal durchgucken. Findest du noch hier irgendwas Krasses? Deine Zeit ist gleich abgelaufen, Leontin. Oh mein Gott! XXL Marshmallows! Giga Barbecue. Zeig die mal her. Ey, ich hab noch, oh mein Gott, ich hab nur so gute Idee. Was denn? Nutella-Dippen.
Die Nutella, das ist geisteskrank. Das machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, Leontin ist im siebten Himmel. Der kann gar nicht so viel sagen, Leute. Oh mein Gott, Leontin, das hast du noch nicht gesehen. Guck mal das hier. Oh mein Gott! Zeig das mal her. Wie viele Lollis sind das, Bruder? Die können wir auch in Nutella dippen. Ey, warte, das sind 200 Stück, Digga. Was? Ey, das ist ja, ey, das geht einfach zu weit hier, Leute. Das gerät alles aus dem Ruder hier. Ja, das glaube ich dir, ne, wenn man sowas mal kauft, ne? Oh, nein! Oh mein Gott, schau mal! Was gibt's denn da? Lol, das sind Riesengummibärchen. Die da willst du? Ja. Oh mein Gott, sind die groß. Mal. Das sind viel größer als normale, ne? Lukas, nein. Wir müssen noch zu den Getränken. Hä, du hast gesagt, du bist fertig. Nein, ich will noch zu den Getränken. Oh mein Gott, ey. Bruder, jetzt finden wir da bestimmt so 20 Liter Cola-Flaschen, oder? Gute Idee. Oh nein, das hätte ich nicht sagen sollen. Okay, wir gucken mal bei den Getränken, Leute. Oh mein Gott, hier Alter. Ist die Getränkeabteilung. Leute, guck mal, hier gibt es so diese kleinen Cola-Glasflaschen zum Beispiel. Die sind richtig geil. Dankeschön. Nein, warte, guck doch erstmal. Vielleicht finden wir noch XXL-Dinger. Okay, Leontin, was willst du jetzt? Capri-Sonne? Oh, das hier? Ja, Alter, warte mal. Ey, das ist ja ein richtig fettes Pack, ey. Oh mein Gott. Hier, nimm mal mit, ne? Alter, geisteskrank, Leute. Okay, schätzt jetzt mal alle in den Kommentaren, was dieser Einkauf war. 5.000 Euro. Denkst du, 5.000? 5.000. Digga, Leon, du hast mich auseinandergenommen, wirklich. Vor allem, guckt euch mal alleine diese Lollis an, wie viel die kosten werden. Das ist viel zu viel, ey, ohne Witz, Mann. Leute, ey, ich sag ehrlich, ich glaube, es kostet 800 Euro, würde ich schätzen, oder? Nur 800 Euro? Denkst du mehr? Ey, Digga, durch diese Chupa Chups. Ja. Und durch Milka. Ja. Und durch diese Nutella-Buckets. Ja, Alter. Ey, ich werde die. Digga, hier gibt's noch random so ganze Säcke voll mit Popcorn, aber wir haben ja echt. Hoppa! Einen. Okay, let's go, ne? So, Leute, wir stehen jetzt hier gerade bei der Kasse an. Bruder, ey, das wird so viel kosten. Ey, schau mal, wie groß die Dinger sind. Ja, ja. Ey, das werden wir alles gleich testen. Das werde ich. Also, Leute, ratet jetzt alle in den Kommentaren, wie viel das kosten wird. Let's go. Ja, Lukas, Leontin? Wenn du jetzt hier einen Backflip machst, dann musst du nicht alles bezahlen. Ich kann keinen Backflip. Okay. Ja, komm, das ist unfair, ey. Leute, ich weiß genau, du kannst einen. Okay, Leontin, ich habe jetzt hier die Summe. Ich habe hier die Blätter schon am Start. Was schätzt du? Was hat alles gekostet? 1000 Euro? Leute, ich zeige euch jetzt einfach mal die Summe. Nee, warte, ich glaube, ich weiß, wie viel. Hier unten steht die Summe, Leute. 20 Euro. Also, es sind 420 Euro. Was? 52. Was? Ja, das ist viel, ne? Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, let's go. Da hinten müssen wir rausgehen, Leontin. Oh mein Gott! Digga, schau dir das mal an, wir haben alles gekauft, wirklich, Leute. Und ich würde sagen, Leontin, willst du als erstes den Nutella-Eimer? Ja, bitte! Oh, Leute, ey, wir müssen irgendwie, müssen da irgendwie drankommen, ne? Unten ist der, gell? Mhm. Lass mal hier so, Alter, guck mal, ganz unten ist der Nutella-Eimer, Leute. Wir müssen jetzt erstmal hier ein paar Sachen auspacken dafür. Alter. Ey, ich habe noch nie so viel Süßigkeiten gekauft von der Menge her. Ey, das hier dippt rein. Ey, wir müssen so viel hier noch wegmachen, um nur an die Nutella hier zu kommen. Leute, das ist hier alles oben drauf. Oh mein Gott, Leontin, schau mal, das ist der riesen Nutella-Eimer. Ich würde sagen. Alter, Leute, das ist hier so eine Folie, ne? Das ist ein bisschen anders als bei der echten, oder bei der anderen Nutella, meine ich. Das ist ja eine echte. Okay, Leute, ich habe hier meine Schlüssel am Start. Und ich würde sagen, Loch ist drin. Jetzt kannst du aufreißen. Oh mein Gott, Digga, das sind 3 Kilogramm Nutella, Leontin. Digga, Alter. Das ist unfassbar. Und da sind mir jetzt ein riesen Marshmallow rein. Warte, ich hol mir auch ein. Warte. Oh. Leute, guckt euch das mal an. Okay, bist du bereit? Mmh. Digga, das ist zu lecker. Okay, Leontin, lass uns mal noch ein paar Sachen testen. Let's go. Okay, Leute, als nächstes haben wir hier die Santa Shocks. Die öffne ich jetzt einfach mal. Leontin gönnt sich auf jeden Fall hier noch. Digga. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Das ist hier die Packung. Die kann man wirklich so kaufen und einfach so. Oh mein Gott, ich habe die zerstört. Ja, egal. Nee, warte. Eigentlich macht man das so. Und dann, weißt du, hat man das so zum Aufstellen. Wie so ein Kiosk oder so, Leute. Warte, Achtung. Leontin gönnt sich immer noch die Buenos. Ich würde sagen, Leute, Santa Shock. Ey, lasst gleichzeitig probieren, okay? Ich habe die Sorte noch nie getestet. Dann mache ich jetzt einfach. Oh mein Gott, sauer. Oh mein Gott, sind die sauer. Was hast du? Findest du die nicht sauer? Ey, ich bin die richtig schlimm. Oh doch, da kommt's. Sag ehrlich, ist sauer. Oder? Ja, okay, war doch sauer.
Leute, die sind echt krass, sage ich euch. Leute, jetzt probieren wir die Riesenschlümpfe. Ich habe noch nie so einen großen Schlumpf gesehen. Ich sag ehrlich, hast du die schon mal irgendwo gesehen? Geisteskrank, ne? Mhm. Hä, was isst denn du da schon wieder? Bueno, das kann doch nicht sein, ey. Wir haben so viel Auswahl und du isst nur die Buenos. Cheers. Tschüss, Dicky. Alter, lecker, oder? Leute, ich habe immer noch einen Riesenschnupf im Mund seit einer halben Stunde. Und hier, mach mal auf. Wir machen jetzt die Burgerpackung auf. Alter, Digga, das ist so fett. Eigentlich sieht man im Candy Store immer nur so eins davon, weißt du? Und wir haben einfach so, wir haben 200 Leute, 200 Stück. Oh mein Gott! Ja! Ey, hast du schon mal so viel auf einmal davon gehabt? Nee. Ja, schlimm, da fehlen die Pommes im Burger. Digga. Aber egal. Boah, ist trotzdem geil, oder? Ist hart. Ja, muss man ein bisschen kauen am Anfang. Oh mein Gott. Wir haben halt wirklich die 200 Chupa Chups gekauft. Ey, damit kann man wirklich sofort einen Kiosk eröffnen, oder? Komm mal her. Hast du gerade deinen Finger in das Nutella-Ding reingesteckt? Alter, oh mein Gott. Alter. Junge, wie viele Chupa Chups sind das, Digga? Oh mein Gott. Schaut euch das mal an, Leute. Digga. Schau mal jetzt. Schau okay. Mal. Nein, das knippst du nicht in Nutella rein. Das ist ein Lolli, Leontin. Oh mein Gott. Das machst du nicht wirklich. Oh mein Gott. WTF, Leute. Digga, ungesünder geht's ehrlich nicht, ne? Mixen. Leontin dreht durch, Leute. Oh, guck mal. Boom. Ich würde sagen, weißt, was ich nicht machen darf. Was denn? Konfetti-Kanone zünden. Wir sind hier vom Rewe und Leontin denkt komm direkt schon, an die Konfetti-Kanone. Komm schon, ich will eh zünden. Ja, okay. Die sind ja sogar auch ohne Altersbeschränkung tatsächlich. Habe ich nochmal extra nachgeguckt. Aber natürlich sagen die Eltern so eigentlich eher lieber nicht. Ne? Deswegen heute ausnahmsweise werde ich das Ganze natürlich überwachen, dass das geht. Okay. Ja. Leontin dreht direkt durch, Leute. Oh mein Gott, okay. Und zwar, guck mal, hier ist dieser Stand immer noch von Silvester. Und hier haben wir die Konfettikanonen. Aber du musst mir zeigen, wie das geht. Ja, oder nee, du musst die Konfettikanonen nehmen. Das ist eine Luftschlangenkanone, aber die können wir auch nehmen. Nimm mal die und noch die Konfettikanone, Leontin. Sehr, sehr geil. Und guck mal, wir können hier nochmal gucken, ob wir noch andere Sachen hier zünden können. Aber die können wir nochmal testen, die Rosé-Konfetti. Also Leute, alle drei darf Leontin tatsächlich auch benutzen. Ich habe das extra nachgeguckt. Hier, nimm mal nochmal Leontin und komm mal her. Ja, guck mal, hier gibt es ja noch mehr. Schau mal, vielleicht gibt es hier auch noch was du irgendwie... Ja, nimm mal die mit. Die nehmen jetzt heute auch mal die Partyknaller. Das ist die letzte Tüte. Und ich würde sagen, wir müssen noch so einen Korb holen, weißt du? Ja. Also lass mal hier nach vorne und wir holen jetzt noch mal so einen Korb. Oder da ist einer, ja. Okay, Alter, das wird ein richtig geiler Einkauf, oder? Sag ehrlich, Leontin. Ja. Jetzt gehen wir mal zu den Takis, denn hier gibt es die schärfsten Takis, Leute, die es weltweit gibt. Oh mein Gott, unser Takis extra hot, Leontin. Also auf jeden Fall auch ganz wichtig, Leute, diese Takis haben auch keine Altersbeschränkung. Aber es sind die schärfsten Takis, die es gibt, Leontin. Und die darfst du heute auch mal probieren wieder. Okay, und Leontin, als nächstes würde ich sagen, müssen wir mal in eine andere Abteilung. Also Leute, da müssen wir jetzt auf jeden Fall ganz vorsichtig sein. Zum Glück, der Chef weiß ja Bescheid, wir haben ja auch letztens ein Video gedreht und ihr seht, es nochmal den Chef kurz eingeblendet. Ich würde sagen, öffne mal das Lager. Alter, hey, Leontin, komm schnell zurück. Ich habe nicht gesagt, dass du reinrennen sollst. Wir gehen schnell wieder raus, ey. Bruder. Was durfte ich denn machen? Ja, wir durften nur kurz ins Lager gehen, ne? Normalerweise darfst du das ja nicht. Okay. Ich würde sagen, das war sehr unauffällig. Hast du gut gemacht, Leontin. Danke. Ja, und ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal hier weiter bei den Getränken, ob es noch irgendeine Sache gibt, die du nicht darfst, normalerweise. Ja, Gönnergy, würde ich sagen, ja, komm, nimm mal mit. Gönnergy. Okay. Warte, Leontin, oh, schau mal da hinten, guck mal, was es da gibt. Was denn? Ey, Leute, ich werde jetzt Leontin tränken. Gönnergy soll er ja gar nicht trinken. Und deswegen werde ich was anderes gleich reinfüllen in die Gönnergy. Vertraut mir, ich werde auch da einfach Wasser rein. Ja, sehr geil. Ja, pack mal ein, ne? Nee, Spaß, kannst du wieder rausmachen, das ist doch lost.
Aber Leontine, ey, komm, lass mal noch mal hinten zu den anderen Getränken gehen, okay? Okay, let's go. Okay, Leontine, lass mal noch mal einen Red Bull für dich nehmen. Willst du die Winter Edition? Winter. Okay, normalerweise darfst du es ja auch nicht. Aber tatsächlich, Leute, wirst du ja natürlich das erste Mal probieren. Okay, mach mal rein. Und ey, weißt du was? Ich dachte mir noch mal, ich nehme mal noch mal ein Wasser mit für den Weg, weißt du? Weil ich habe schon Durst ein bisschen. Okay, so, warte, ich nehme mir mal hier so ein Medium-Wasser eben mit. Okay. Machst du hier wieder die Löcher rein? Oh Mann, Leontine, ey. Du weißt doch, du darfst das eigentlich. Ah, warte, heute darfst du das. Mach mal überall die Löcher rein jetzt. Und weißt du, wo das am krassesten ist? Komm mal mit. Schau mal hier bei den Red Bull-Paletten, Alter. Let's go. Guck mal, da kannst du überall hier das Loch so reinmachen. Boom, 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 boom. So, Leontine. Ja. Also, du möchtest bestimmt die Getränke jetzt gleich testen, oder? Okay, nice. Dann holen wir die warte, mal raus. Warte, warte, Lukas. Ich muss ganz kurz auf Klo, okay? Ja, okay, okay. Ey, Leute. Oh mein Gott, das ist so perfekt. Ich hätte eigentlich selbst was gesagt. Aber, Leute, jetzt ist Leontine ja auf Klo. Und wir werden jetzt den Prank machen. Und zwar, ich werde nicht zulassen, dass er Energy trinkt. Deswegen, Leute, werde ich jetzt das Ganze austauschen mit Wasser. Nehmen wir einmal den Gönnergy. Aber Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall hier Wasser reinfüllen, weil ich möchte ja nicht, dass Leontine Energy Drink probiert, Leute. Schauen, wie er darauf reagiert, wenn da einfach Wasser drin ist, Leute. So, also schade, wie gesagt, um den Gönnergy und den Red Bull, Leute, weil eigentlich finde ich die persönlich ganz lecker. Leute, das ist, glaube ich, besser für den Prank. Seid gespannt. So, Leute, und jetzt werde ich das Ganze hier heimlich mal einfüllen. Ich hoffe, Leontine merkt das nicht. Und jetzt nur noch die Red Bull. Oh nein! Griff, Digga. Leute, ich muss echt aufpassen, dass Leontine jetzt nicht zurückkommt. Das sehe ich. Moin! Moin! Alter, Leontine. Alter, Leontine, schau mal. Ich habe jetzt einfach mal hier deine Dosen schon mal aufgemacht zum Probieren. Die eine ist ein bisschen übergeschäumt. Aber ich würde sagen, du kannst jetzt mal das allererste Mal Energy probieren. Mm. Und? Mm. Wie schmeckt's? Sag ehrlich. Mmh. Ja, wie ist es? Geisteskrank lecker. Ehrlich jetzt? Mhm. Okay, sehr geil. Das ist gut. Und? Mmh. Noch besser? Mmh. Findest? Ja. Also beschreib mal so den Geschmack, wie diese. 10 von 10. Ehrlich? Okay, das ist crazy. Jetzt Takis. Ja, jetzt würde ich sagen, die Takis, Alter, die extra. Zeig dir noch mal. Das sind, wie gesagt, die schärfsten Takis, ich, aber... Ich hab die perfekt. Alter, die hast du richtig perfekt geknallt. Und Leute, die sind, wie gesagt, die allerschärfsten, aber auch freigegeben sogar für dein Alter. Nur deine Eltern wollen das nicht, dass du so scharfe Sachen halt natürlich isst. Aber ich würde sagen, du schaffst das bestimmt. Du hast ja hier noch zum Nachtrinken. Oh mein Gott. Ich würde sagen, ich probiere auch nochmal gleichzeitig mit dir. Scharf? Oh mein Gott, es ist so scharf. Hä, hey, ich find die gar nicht scharf. Und wie sind die? Bisschen? Was? Hä? Was? Gar nicht? Nein. Alter, Leontine, du bist der krasseste. Alter, du bist so eine Maschine, Leontine. Geisteskrank. Okay, dann würde ich sagen, Leontine, komm, eine davon können wir jetzt hier auch mal knallen, oder? Wie gesagt, die anderen machen wir nicht hier, Leute, ne? Das ist hier ein bisschen zu öffentlich, aber das geht auf jeden Fall. Und du weißt ja, wie die funktionieren, oder? Die musst du so auseinanderziehen, kräftig außen. Hä? Das war's schon. Das ist auf jeden Fall lost, ne? Hat nicht ganz geklappt, ne? Junge, okay. Leute, richtiger Fail, würde ich sagen, aber egal. Die richtigen Batterien kommen jetzt erst. Let's go. So, Leontine, ja, ich würde sagen... Das hier. Okay, komm, ich fange mal an, dann siehst du, wie das funktioniert. Mhm. Ganz wichtig, Leute, das Ganze ist, wie gesagt, freigegeben für... Also ohne Alter, das geht. Okay, bist du bereit? Ja, drei. Okay, warte, du darfst jetzt, warte, in die Richtung und jetzt ganz fest drehen. Willst du nochmal versuchen? Ja, richtig fest. Es geht nicht. Es klappt einfach nicht. Ja, komm, dann zünde ich die nochmal. Aber, Leute, vielleicht hat es Leon umsonst. Alter. Ja, und komm, die letzte auch noch. Zack. Ja! So, Leontine, ja. Wir haben ja jetzt hier die Konfetti-Kanonen gezündet. Und Leute, wir sehen hier schon ganz viel Graffiti einmal an der Wand. Und Leontine, eine Sache, die du nicht darfst, ist Graffiti sprühen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Guck mal, wir bleiben mal hier.
Hier machen wir das. Allerdings, Leute, ganz wichtig, ich habe wasserlösliches Spray extra für dieses Video gekauft. Und zwar, ihr seht schon, ich zeige das erstmal in der Kamera. Also Leute, das ist abwaschbar, ne, mit Wasser. Also das geht sofort ab wieder. Keine Sorge. Ich würde sagen, du kannst mal anfangen mit Grün. Und ja, du kannst einfach mal irgendwas dran sprühen, worauf du Bock hast. Oh mein Gott. Alter. Du musst fester drücken, Leonzi, dann sieht man das besser. Digga. Alter. Oh, ist das ein A? A. Leute, wie gesagt, macht das auf gar keinen Fall nach, aber es ist eh abwaschbar, ihr seht es, ne? Kann nichts passieren. Abo. Abo? Abon. Digga, du schreibst da nicht wirklich abonnieren hin, oder? Abon. Abon, okay, abonniert. Da soll noch ein I hin. Abonniert, okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Ganz wichtig, Leute, ein Regen und das Ganze ist weg. Keine Sorge, das ist wasserlöslich. Der Rest von dieser Wand, das waren ja nicht wir, das ist wahrscheinlich nicht wasserlöslich, aber wir machen ja natürlich sowas nicht. Und aber weiter geht's. Okay, Leontin, ja. Wir sind jetzt als nächstes bei Rudis Kiosk am Start, Leute. In Mannheim, kommt alle vorbei. Und zwar, hier haben wir ja auf jeden Fall vorne die Snackautomaten. Und weißt du... Okay, Leontin, jetzt wird der Automat, wie gesagt, geöffnet. Oh mein Gott, Alter, schaut euch das mal an, Leute. Achtung, Leontin, du musst ein bisschen zurück. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt nimm dir mal gerne ein paar Produkte raus, die du möchtest. Alter, sehr heftig. Dann Mr. Beast Schokolade, die Snacks, Alter, sehr krass. Warte, soll ich dir die geben? Ja. Alter, das ist einfach, das fühlt sich an wie Cheaten hier, Leute. Oh mein Gott. Guck mal, hier noch, willst du noch so M&M's, Sour Patch, irgendein Getränk? Ja, nimm mal mit hier. Geisteskrank, ey. Sag ehrlich, Leontin, das ist wie Cheaten, oder? Ja. Okay. Dann kaufen wir auch noch was. Ja, ja, wir gehen jetzt nochmal rein, Leute. Ehre, jetzt wird nochmal der Automat geschlossen. Let's go. So, Leontin, also. Jetzt leg erstmal vorne ab, ne? Was deinen Eltern ja auch nicht erlauben, ist, dass du einfach so unbegrenzt Süßigkeiten immer bekommst, ne? Alter! Alter! Ja, Leontin, erzähl mal, was willst du hier noch nehmen? Ey, was? Oh mein Gott! Digga! Ja, stimmt, die Hershey's, ne? Okay. Oh, Leontin! Guck mal, da oben den Hot Chip! Alter, die haben noch den Hot Chip, den müssen wir auch nehmen, ne? Aber Leontin, das boah, guck mal, es gibt nur noch zwei Stück davon, Leute. Die sind geisteskrank selten mittlerweile geworden. Und Mr. Beast Schokolade auch nochmal. Let's go. Und kannst du nochmal da gucken? Ja. Oh mein Gott. Alter. Ey, geisteskrank. Ey, es gibt so seltene Sachen hier, ne? So, Texas Barbecue Soße, lol. Ja, sind auch selten, glaube ich, ne? Habe ich noch nicht so oft gesehen. Oreo Rolls. So, haben wir hier noch irgendwie was Krasses am Start? Bubble Tea. Ja, komm, nimm mal Bubble Tea mit. So, Leute, alles jetzt fertig hier eingepackt. Oh mein Gott, guck dir das mal an, Leontin, ey. Komm, wir essen drauf. Ja, ja, und den Bubble Tea nehmen wir auch noch mit. Okay, let's go. Ich will Kinder Creamy. Kinder Creamy willst du? Also, Leute, das darf man ja auch nicht. Die Eltern verbieten das immer, so viele Süßigkeiten essen, wie man möchte, ne? Deswegen, let's go. Wir breiten mal hier alles aus. Und natürlich der Hot Chip, Leute, den werden wir jetzt mal öffnen. Aber natürlich nicht verzehren, weil, Digga, dann ist der Tag gelaufen. Okay, Leute, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, der ist geisteskrank selten mittlerweile, der Hot Chip, weil der darf, glaube ich, gar nicht mehr importiert werden nach Deutschland. Oh mein Gott, Digga. Das ist der echte Hot Chip. Und ich würde sagen, Leute, wie gesagt, der darf wirklich nicht verzehrt werden. Der ist zu gefährlich, der Hot Chip. Wir packen nochmal hier alles aus. Und wisst ihr was? Ey, Jungs, ihr könnt das auch einfach nehmen. Nehmt euch, was ihr wollt. Esst mit. Danke. Let's go. Ja, ich hab Kinder Creamy. Hä? Sollen wir mitmachen beim Video? Ja, ja. Ihr könnt alles auch essen, was ihr wollt. Ja. Alter. Du gönnst dir nochmal Kinder Creamy, ne? Ja. Geil. Oh, ich will auch ein paar. Machen wir mal hier drauf. Oh, ja, Mann. Hast du verdient? Geil, Mann. Leontin. Leontin, trink alles. Okay, probieren wir mal. Let's go, Leontin! Okay, ich würde sagen, alles, was uns noch übrig bleibt, Jungs, könnt ihr alles mitnehmen. Ist alles für euch. Ja! Bester Mann, Lukas! Gerne. Gönnt euch, Jungs. Ja! Noch alle Hashtag Burger Pommes! Okay, wir sind jetzt hier bei Heli 7 in Mannheim am Start. Und Leontin, ich weiß ja, deine Eltern, die möchte ja niemals, dass du Pilot wirst, ne? Ja. Weil das ist ein sehr gefährlicher Beruf.
Und oh mein Gott, schau mal, Leonzi, wir sind hier in einer riesigen Helikopterhalle. Und du darfst dich jetzt mal, komm mal her, du darfst dich jetzt mal da hinsetzen, wo sonst ein Pilot immer sitzt. Hier. Ja, warte, lass erst mal angucken und den krassesten Helikopter nehmen wir vielleicht mal dafür, oder? Okay, Leonzi, du willst den hier, hast du gesagt. Leonzi kommt einfach kaum rein, Leute, hier in den Heli. Besten nichts drücken. Ja. Genau, nichts drücken am besten, Leontin. Sonst hebt er hier ab direkt vielleicht, ne? Ich weiß es ja nicht. Und sag mal, wie fühlt sich das an? Gut. Und jetzt, wenn er so steuern würde, wäre es hier wahrscheinlich, oder? Boah. Nee, nicht so. Nur den einen. Genau so. So würde man fliegen. So würdest du Helikopter fliegen, Leontin. Leute, schaut euch das mal an. Einfach Leontin im Helikopter als Pilot. Richtig witzig. Oh mein Gott, Leontin. Wir sind jetzt hier im Smith Toys in Mannheim. Kommt alle vorbei. Leute, Leontin dreht komplett durch, da rennt er schon hinten rein. Ey, warte, Leontin, du weißt doch noch gar nicht, was wir machen. Weißt du, was du jetzt hier bekommst, was deine Eltern dir immer verboten haben? Nee, die nicht. Aua, leg das mal zurück jetzt. Und zwar, weißt du, was du jetzt bekommst, Leontin? Du bekommst die größte Nerf Gun, die es hier gibt. Wirklich? Wirklich. Weil ich weiß, du feierst die Ultra, aber du darfst nie damit rumschießen. Was ist denn das jetzt? Cool. Mach das jetzt mal hier zurück, wir gehen jetzt zu den Nerf Guns. So ein Ding ist das nämlich. Okay, Leontin. Also, ich bin jetzt mal gespannt, was du auf jeden Fall dir aussuchen wirst. Du kannst dir die größte von allen aussuchen. Oh mein Gott, schau dir die mal an. Die ist geisteskrank. Also, lass mal weiter gucken, hier gibt es richtig viel. Guck mal, die Nerf ist auch, glaube ich, geisteskrank. Alter, die ist auch fett, ne? Alter! Boah, die Ender-Drachenwaffe, ja, die ist auch geil. Guck mal, hier gibt es noch so eine ultra-fette. Aber, boah, Digga, die ist krank hier mit diesem Ring, oder? Alter. Was meinst du? Digga. Boah, Alter. Oh mein Gott. Alter, was? Zeig die mal. Oh mein Gott, ist die geisteskrank. Schau mal, hier kannst du noch die hier. Alter. Komm, wir holen die hier. Die hier? Bruder. Bam. Ey, guck mal, die ist größer als du, Leontin. Im Smith Toys kann man noch eine weitere Sache machen, die die Eltern warte, immer verbieten. Lass hier. Genau, lass mal hier hinstellen. Olafon. Genau. Ey, als ob du das schon wusstest, was ich sagen will. Genau, Leute. Einfach so im Smith Toys mal ein bisschen rumfahren. Ne? Das sollte man auch mal ab und zu dürfen. Macht jeder, ne? Aber nur, wenn die Eltern nicht gucken. So. Oh mein Gott, Leute. Leontin ist schon fündig geworden. Oh mein Gott. Pass auf, Leontin. Pass auf. Wow. Alter, schau dich mal Leontin an. Leute, der fährt mir davon. Ey, Alter, was soll das denn jetzt, ey, Mann? Ja. Oh mein Gott, let's go. Ey, Leute, schaut mal, Leontin kann diese Waffe nicht mal richtig tragen, Digga, weil die ist größer als er. Also, ich habe hier auch noch die Extra-Patronen. Leute, das ist einfach zu krass, ey. Also, sowas haben deine Eltern noch nie erlaubt, oder? Sag ehrlich. Nee. Ey, guck mal, wie krank die auch aussieht, Leute, wenn man die schießt. Bruder, ist das heftig. Warte, zeig mal hier diese Bilder, Bruder. Okay, jetzt packen wir gerade schon die Waffe hier einmal aus. Digga. Das ist so krass, Leontin, ne? Leute, ich würde sagen, ich helfe Leontin jetzt mal und wir bauen die mal auf, die Waffe, weil die muss man ja tatsächlich ein bisschen aufbauen. Das dauert jetzt wahrscheinlich kurz. Oh mein Gott, Alter, schaut euch die mal an. Bruder, ist die fett. Digga, das würden deine Eltern niemals erlauben, Leontin. Die ist schon schwer bestimmt auch, oder? Okay, willst du loslegen? 3, 2, 1 und... 3, 2, 1 Alter, schießt die fest! Alter! Oh mein Gott! Digga! Digga! Warte, komm mal mit, Leontin. Wir machen jetzt mal den Höhentest, okay? Schieß mal genau an die Decke hier sozusagen. Alter, Junge! Okay, let's go! Wow, Digga, wie weit fliegt das? Okay, Leontin, wir haben jetzt hier nämlich noch einen Zuschauer getroffen. Wie heißt du? Jan. Jan? Und willst du diese ganze Nerf haben? Die kriegst du geschenkt, wenn du Bock hast. Das zeigst du. Wow. Leontin, schieß einmal, damit du die siehst. Boom. Du siehst schon, die ist echt geisteskrank. Und die kriegst du von uns geschenkt, okay? Okay. Let's go, gönn dir. Oh mein Gott, Leontin, wir sind jetzt hier im Ole Ole in Mannheim, im Kinderspieleparadies. Lukas. Und weißt du, was hier deine Eltern immer verboten haben? Trampolin. Nee, nicht Trampolin. Backflip. Genau, Rückwärtssalto, Leute, weil der ist ja schon sehr gefährlich. Aber Leontin kann den eigentlich. Deswegen, den darfst du jetzt gerade mal machen. Und ich würde sagen, let's go, Leontin.
Und wow! Okay, okay. Let's go, Leontin! Wow! Ey Leute, kommt ihr auf jeden Fall vorbei ins Ole Ole in Mannheim. Ihr wisst Bescheid. Okay, jetzt gehen wir mal auf das hinten und gleich werden wir noch verboten rutschen, ne? Wie das deine Eltern nie erlaubt haben, Leontin. Ja. Okay. Okay, Leontin, ja. Schau mal, wir sind jetzt hier bei einem Vulkan und die Rutsche ist geisteskrank steil. Ich glaube, ich mache erstmal auf normal. Erstmal normal? Erst einmal normal rutschen, dann verboten, Leute. Oh nein! So, Leute, bei diesem Vulkan muss man natürlich immer ziemlich krass aufpassen, weil ihr seht schon, wie steil diese Rutsche hier ist. Und auf jeden Fall mal schauen, wie Leontin jetzt rutschen will. Ich glaube, erstmal normal, meint er. Wow! Oh! Ist über die Rutsche rausgerutscht. Tut Popo ein bisschen weh. Ey, das war aber nice. Und dann, vielleicht willst du jetzt nochmal diese farbige Rutsche. Ja, okay, die kann ich machen. Die auf Knien? Ja, okay. Auf Knien, okay. Wenn du willst, ich mache auf Bauch. Auf Bauch, ja, okay, let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei der dreifarbigen Rutsche und Leontin, let's go. Leute, Leontin rutscht jetzt auf den Bauch. Oh mein Gott, auf Knien macht er. Oh, oh, Alter. Jetzt verstehe ich, wieso Mama Nein sagt. Ja, jetzt habe ich auch verstanden. Okay, Leontin. Alter. Du darfst jetzt hier auf diesem Greifautomaten. Das hat sonst Mama nie erlaubt, immer hier. Und mal schauen, ob du was siehst. Achtung, Timer läuft ab. 4 Sekunden, 3, 2. Und. Oh, ja, Digga, schade. Wie, das geht nicht. Du hast doch erst einmal gespielt, Leontin. Okay, dann let's go. Bin gespannt, ob du es schaffst. Oh mein Gott, Leute. Und. Ah, du willst diesen blauen Gummibärchen da? Ja. Ja, der ist schon echt geil, Leute. Und zwar genau der hier. Ihr seht den. Alter, der ist ja voll vorbei. Ey, komm, wir machen mal. Ja, ja, wir gehen jetzt mal zum anderen Automaten, oder? Let's go. Ich will so ein rotes Ding jetzt. Ja, okay, versuch mal. So ein blaues, so ein Ding da. So ein langes? Okay, dann versuch mal. Oh! Alter! Was? 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 Doppelwin! Digga, du hast einfach 2 Sachen bekommen. Alter! 2, die ich wollte, ja! Mann. Alter, zeig die mal her. Alter. Der ist krass. Und jetzt das Blaue. Ey, du hast den Hauptgewinn gezogen. Einfach 2 Sachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja richtig satisfying. Oh, schönster Sound aller Zeiten. So, Leontin, wir sind hier an dem XXL-Kiosk, würde ich sagen. Ey, Lukas. Ja? Weißt du, was meine Eltern auch nie erlauben? Dass du einfach Sachen öffnest vielleicht. Okay, ey, lass das gleich weiter essen. Lass mal drumherum laufen jetzt, okay. Weißt du? Oh. Erstmal das Ü-Ei einfach essen. Let's go, Leontin. Das ist so eine Überraschungstüte. Das ist echt geil. Okay, dann lass einmal drumherum laufen. Und dann würde ich sagen, gibt's Fett Slush, oder? Ich würde sagen, hier gibt's diese. Du nimmst jede Sorte, ne? Ja. Reicht. Okay. So, einmal hier für dich. Reicht. Und nochmal die Sorte, also alle auf einmal. Oh mein Gott, Rainbow Slush. Alter! Ist krass. Oh mein Gott, richtig heftig. Sehr geil. Ey Leute, hier gibt es so viele geile Sachen. Ich bin ehrlich, das ist so von allen Spieleparadiesen, glaube ich, wo ich bisher war, fast das beste Kiosk. Und gönn dir nochmal ein Ü-Ei, ne? Aber Leute, wenn ihr hier seid, nicht nachmachen, wir dürfen das. Wir haben da mit dem Chef das abgeklärt. Alter, einfach hier so random diese Sachen einfach öffnen. Und natürlich bezahlen wir das auch, keine Sorge. Leute, was es hier auch gibt, ist einfach mal eine Laser-Fun-Arena. Richtig krank mit Laser-Tech-Waffen. Und ey, das werden wir jetzt auch mal testen, ja. Oder? Leute, Alter, das ist richtig heftig. Oh mein Gott, schau dir mal. Schau dir mal hier diese Laser-Waffen an, Leontin. Guck mal hier. Oh mein Gott, sehen die krank aus. Alter, und das ist diese Laser-Arena hier. Ich glaube, die muss man erstmal anschalten, weißt du? Dann funktionieren die gleich erst. Leute, wir schalten jetzt erstmal hier an mit der Mitarbeiterin und dann testen wir die mal. Okay, Alter, schau dir mal diese Waffe an, Leontin. Wie geil sieht die aus? Komm mit rein. Okay, okay. Oh mein Gott. Lol, da sieht man dann diesen Laser. Oh mein Gott. Alter. Leute, das spielt man natürlich eigentlich gegeneinander mit dem Laser, aber ich habe jetzt keine mitgenommen, weil ich wollte mal hier so zeigen, wie Leontin das macht. Alter, richtig geil, Junge. Wow. Sag ehrlich, deine Eltern haben dir noch nie erlaubt, Laser Tag zu spielen.
Oh, Alter. Ey, die Arena sieht auch so geil aus, finde ich. Oh, zeig mir nochmal die Waffe genau, dass wir die Leute die nochmal sehen. Digga, richtig heftig, oder Leontin? Sag ehrlich. Und Leontin, damit würde ich auch sagen, das war der Tag, wo du alles machen durftest, was Eltern verbieten. Wie fandest du den Tag? Cool. Okay, Leontin, let's go, Alter. Wir sind jetzt hier im Rewe. Hast du Bock, Alter, auf die Paulberger Limo? Paulberger Limo. Paulberger Limo. Leute, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die das hier im Rewe haben. Lass uns einfach mal durchgehen und schauen, Leontin. Ja. Du hast die ja schon mal probiert. Welche Geschmackssorte feierst du am meisten von iCrimex? Bubblegum. Bubblegum. Aber an iCrimex macht dann vielleicht noch ein bisschen mehr Süß rein. Okay, ein bisschen mehr Süß noch. Leute, ihr könnt es ja selbst bald probieren, wie ihr die Paulberger Limo findet. Ich finde die richtig geil. Also wenn, Leute, dann gibt es sie hier irgendwo. Hier sind oft so Aktions-YouTuber-Produkte und sowas. Mhm. Schau mal. Leute, was steht denn da hinten? Paulberger. Oh, Alter, das ist ja eine ganze Paulberger Box. Oh mein Gott. Ey, warte mal, Leon, die noch nicht öffnen. Wir müssen die noch erstmal kaufen. Oh, Alter. Hä? Hä? Wow. Okay, warte, Leontin, leg erstmal zurück. Leg erstmal zurück. Erstmal zurück. Wir müssen das gleich überprüfen, was da drin ist. Erstmal zumachen. Wir müssen das erstmal bezahlen, Leontin. Boah, Leute, die ist richtig groß, die Box. Auf zur Kasse. So, Leontin, wir haben jetzt die Box bezahlt. Alter, du hast bestimmt auch richtig Bock zu wissen, was da drin ist in der Paulberger Limo-Box von iCrimex, oder? Können wir uns nicht einfach da hinsetzen? Komm, wir setzen uns mal hier hin. Mach mal auf den Tisch drauf. Boah, und jetzt, warte mal, willst du dich hier eben hinsetzen? Ja, komm, du setzt dich mal hier hin. Und Alter, pack warte, mal hier aus. Wir gucken erstmal, was hier drin ist. Okay. Alter, was ist da denn alles drin? Was? Wow, ein Paulberger Limo T-Shirt, hä? Alter. Schade, der passt mir nicht. Ich glaube, das ist zu groß, ne? Aber, oh, guck mal, hier ist noch ein T-Shirt in Größe S drin. Ich glaube, das ist auch ein bisschen groß, aber kannst du mal probieren. Also kannst du einfach mitnehmen. Alter, und das sind Paulberger Armbänder. Wie geil ist das, Digga? Schenk dir auch einen. Oha, danke. Hey, let's go. Mach mal hier rum und deinen Arm. Alter, das Paulberger Bändchen. Und jetzt öffnen wir die Box. Ja. Okay, Leute, wir öffnen jetzt mal hier die Paulberger Box. Wow, hier ist die Paulberger Limo drin. Und da ist sogar die Bubblegum, die du gemalt hast. Und die Kappe. Ey, die steht dir richtig gut, Leontin. Alter, das ist sogar ein Regenschirm. So, Leute. Meinst du, da steht Paulberger drauf? Ey, das wäre richtig krass. Passt mir die Mütze? Boah, ist ein Paulberger Regenschirm. Boah, perfekt Karte. Zur Schule. So, Leute. So, und Leontin? Lukas hat eine voll gute Idee. Boah, was denn? Jetzt. Ey, mach das mal auf. Du mixt das? Ja. Oh, du mixt zwei Paulberger Geschmäcker? Ja. Ja, okay, komm. Lass mal hier an den anderen Tisch gehen und das mixen. Alter, Leute, wir machen eine richtig fette Paulberger Limo-Party. Und Alter, ein Kulli sogar noch. Ey, Max, du hast uns einfach hier richtig krasse Produkte. Ehrenmann, Max. Reingemacht. Alter. So, Leute, Leontin macht hier gerade den Paulberger Mix Limo Drink. Und jetzt einmal noch die andere Paulberger Limo. Okay, ein bisschen daneben gegangen, ist nicht schlimm. Okay, das passt. Noch ein bisschen mehr. Boah, das ist eine richtig geile Farbe. Und jetzt würde ich sagen, Leontin, genieß mal deinen Paulberger Limo. Das muss voll sein. Und jetzt wegfetzen, Leontin. Wow, die Paulberger Limo wird weggefetzt. Wie schmeckt die? Boah, schmeckt voll gut. Alter, richtig geil. Okay, Leute, ich trinke hier auch nochmal einen Schluck. Und nochmal. Richtig geil, Max. Ich würde sagen, wow, wow. Was ist denn hier passiert, Leontin? So, Leontin, du wolltest den goldenen Playbutton haben, ja, ne? Ja. Dafür müssen wir jetzt hier in den Spielwarenladen. Aber hier gibt's doch gar keinen goldenen Playbutton. Ja, vielleicht ja doch, Leontin, ne? Okay. Ja, lass dich mal einfach überraschen, okay? So, Leontin, wir müssen jetzt in eine geheime Abteilung hier im Spielwarenladen. Und in dieser Secret geheimen Abteilung, da gibt's den goldenen Playbutton. Willst du mich verarschen? Nein. Und zwar, Achtung, Leontin, du musst mal mitkommen. Hier hinten müssen wir hin. Und zwar, du siehst doch diese ganzen Teddys, ne? Ja. Du musst jetzt mal erst die Augen zumachen. So, Leontin. Und zwar, du musst jetzt mal gucken, hinter diesem Teddy, da ist ein geheimes goldenes Playbutton-Fach. Schau mal, ist da was? Ja. Oh, zeig mal. Gott. Leute, das ist aber ein krasses Geheimnis. Das gibt's nicht überall. Oh mein Gott. Das ist einfach mal ein YouTuber-Playbutton. 1 Million Abonnenten. Den krieg ich jetzt. Leute. Den kannst du mitnehmen. Komm mal mit, Leontin. Wir gehen zur Kasse und kaufen den jetzt. Okay, Leute, bewerte mal den Playbutton. Ich habe tatsächlich auch mal, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, sowas in einer Mysterybox gehabt. Und ich dachte so, hä, wo gibt's sowas? Und das gibt's wirklich nur in manchen Spielwarenladen in einer geheimen Abteilung. Und da muss man auch Glück haben, dass man einen findet. Richtig krass, ne? Ja. War das der letzte? Ich glaube, das war jetzt der letzte. Ich
glaube, jetzt gibt es den nie wieder mehr. Ja. So, Leute, Leontin hat jetzt hier seinen goldenen Play-Button. Bist du glücklich? Ja! Let's go, Leute. Vielleicht bekommt ihr ja auch mal einen goldenen Play-Button, Leute, wenn ihr 1 Million Abonnenten habt oder wenn ihr Glück habt in der Spielwarenabteilung, ne? Ja. Let's go, Leute. Weiter geht's mit dem Zeichnen. So, Leontin, wir sind jetzt hier im Rewe, ne? Ja. Und jetzt tun wir mal Fat Takis kaufen, oder? Ja, und meinst du, es gibt dort Prime? Boah, sollen wir auch richtig viel Prime kaufen? Ja. Let's go, Leute. Wir fetzen Takis und Prime weg. Ja. Let's go. So, Leontin, wir sind jetzt hier bei den Takis. Boah, Alter, die gibt... Alter, da gibt es ja richtig viele krasse Takis. Könnt ihr die holen? Ja, nimm die mal mit. Komm, nimm mal so viel du tragen kannst hier. Auch von den blauen. Fetz mal die richtig weg dann gleich. Boah, alles einpacken, Leute. Hier wird Fett Takis geshoppt. Ja, komm, wir nehmen nochmal die Hot Nuts Takis, Leute. Schaut mal. Pack die hier noch oben drauf. Alter, das sind ja richtig viele Takis, Leontin. Ey, Leute, das sind krass, gleich richtig krasse. Wir fetzen die komplett weg. Ich habe noch diese nicht probiert. Diese Intense. Die, ne? Die hast du noch nie probiert? Nein. Boah, ich auch noch nicht. Leute, wir machen gleich Geschmackstest mit dir. Und warte mal, sollen wir jetzt noch Prime holen? Ja. So, was? Lukas? Ja? Du musst dir was sagen. Was denn? Am Ende und gleich, Lukas, das wird überteuer. Echt jetzt? Wird noch teuer, das zusammen. Zweimal so teuer. Als? Katze. Wirklich? Ja. Hä? So, Leute, Leontin sagt schon, er ist richtig gespannt auf die hier. Das sind die... Das sind Sweet Chili. Sweet Chili Dragon. Alter, die sind bestimmt richtig geil, die Takis, oder? Ja. Leute, Leontin testet die gleich zum allerersten Mal. Schon mal gesehen. Die hast du schon mal gesehen, aber schon mal probiert auch? Ja, habe ich. Okay, let's go, Leute. So, Leontin, ich würde sagen, wir fetzen jetzt richtig alles weg. Du willst ja hier einmal die neuen Takis probieren. Warte, komm, das hier als letztes. Okay, als letztes. Dann erstmal hier die blauen, ne? Okay, willst du die Takis öffnen? Ja. Alter. Glaubst du, die sind jetzt offen? Leider nicht. Wirklich nicht? Nein. Alter, die halten ja alles aus. Jetzt hast du die aufbekommen. Alle zwar Krümel, aber okay. Alter, das ist nur noch mit Krümel voll. Jetzt fetzt die mal richtig weg. Oh mein Gott, ist doch offen unten. Alter. Wow. Jetzt ist Zeit, Leontin, für die Dragon Takis. Komm, ich mach die auf. Ey! Was denn? Nee, du musst auch erstmal die Takis so. Soll ich auch die blauen wegfetzen? Warte, ich mach die auf. Ja. Komm, ich mach auf. Junge. Oh, Alter, die ist richtig geplatzt. Okay, nimm mal hier. Let's das go. Ist Cedric. Leute, let's go! Das sind einfach Krümel. So, Leute, wo habe ich blau? Da, da, so ein bisschen. Oh. Okay, Leute, hier, die sind einfach mal orange, die Takis. Ich würde sagen, die probierst du das mal normal, die anderen habe ich schon weggefetzt. Alter, die sind geil gekommen. Die sind richtig lecker. Sind die scharf? Nein. Wirklich gar nicht? Gar nicht scharf. Gar kein klein bisschen? Gar kein klein bisschen. Mhm. Und? Geil? Ja. Richtig gut, ne? Also, Leontin, ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Andere Seite! Wow! Alter! Wow. Schau mal, der Burger Pommes Adventskalender. Wie findest du den? Richtig cool! Sehr alle geil. Kaufen, ganz, ganz schnell! Genau, Leute, am 11.11. um 11 Uhr. Seid ganz, ganz schnell! Genau. Sonst ist der nämlich ausverkauft, Leute, auf lukasbs.de. Ist hier auch ein geheimer Code drin? Nee, bei dem nicht. Wir wollen natürlich die Leute nicht spoilern, was in den Türchen drin ist. Aber es ist richtig geile Schokolade, Leute, von Lindt. Also richtig leckere. Und guck mal hier. Alter, schau mal, die haben hier auch einen Burger Pommes. Einmal Marvin und einmal ich. Dann haben wir, guck mal, selbst der Schneemann fetzt hier Burger Pommes weg. Ja. Ey, beim nächsten Mal kommst du drauf. Versprochen. 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 Versprochen, versprochen. Versprochen, versprochen. Schwörst du? Ich schwöre. Und was schwörst du? Ich schwöre auf Burger Pommes Ehre. Boah. Leute, und ich würde sagen, Leontin, wir kommen zum nächsten, oder? Warte, ist das 24. Türchen das krasseste? Ja, das ist ja Weihnachten. So, aber wir haben ja noch nicht Dezember, deswegen müssen wir den nochmal aufbewahren. So, Leontin, wir sind jetzt hier angekommen am Mediamarkt. Hast du Bock? Ja. Alter, du bekommst jetzt einfach mal eine PlayStation 5, ne? Digga, ey, das ist so teuer schon wieder, Leontin. Aber auf Ehre kaufe ich dir die, okay? Du lässt mich halt mal. Ja, das stimmt. Leute, dieses Mal kaufe ich die auch wirklich. Weil letztes Mal habe ich einfach nur die Fabian und Leontin gezeigt im Video. Aber diesmal bekommst du wirklich eine eigene, okay? Ja. So, Leute, auf jeden Fall. Wir sind hier im Mediamarkt am Start.
Ich hoffe, die wird günstig sein, dass sie im Angebot ist oder so. Ich hoffe wirklich darauf, weil sonst wird das richtig teuer, ne? Okay, Leontin, bist du schon aufgeregt? Ja. Boah, Alter, da hinten sind die. Hast du die schon entdeckt, Mann? Okay. Hey. Ja? Du weißt, ich habe auch GTA 5 gemalt. Oh mein Gott, stimmt. Das müssen wir auch kaufen. Oh mein Gott, dann nimm die. Dann. Die willst du? Alter, die kostet 620. Okay, dann nimm die mal mit. Und du willst auch noch GTA 5? Ich glaub, ja. Guck mal, das ist, glaube ich, hier. Alter, Leontin, das darfst du doch noch gar nicht spielen. Aber ich hab's gemalt. Du hast es gemalt, das stimmt. Leute, ich kauf's jetzt, aber das kriegt Leontin nicht mit. Zeig mal in die Kamera hier. Leute, GTA 5, kommt, nimm mit. Yay. Leute, ey, der macht mich arm, der Junge. Okay, Leontin, ich hab hier deine PS5, ne? Ja. Gehen wir jetzt auf zur Kasse, ne? GTA 5. Let's go. So, Leontin, PS5 Yay, ist im Kofferraum. Ich hab die PS5. Und GTA. Aber da spielst du nicht, oder? Doch. Oh mein Gott, Leute. Ey, Leontin, jetzt sind wir hier im Fischhandel. Fischi. Oh Mann, weißt, Leute. Wie er dann heißt? Wie? Ich habe ja schon den anderen Taco genannt. Ja? Der hier heißt dann, Franz. Franz? Nein, schau mal. Da ist Nemo. Wo ist Nemo? Da. Oh, ein Mini-Nemo hier oben. Leute, immer diese ganzen Haustiere. Die goldenen? Goldfischi. Hallo Goldfischi. So einen goldenen Fisch willst du? Ja. Goldfisch schwarz genau heißen den die. Da. Genau den? Genau den. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fragen jetzt mal hier eine Mitarbeiterin, ob man sich hier so einen Fisch einfach mal holen kann. Ja, und du vielleicht so. Oben mit der Hand und unten mit der Hand? So, Leontin, dann greif mal hier. Oha, Alter. Und ich lass los. Oha, Leontin, dann würde ich sagen. So, da oben schwimmt er wahrscheinlich jetzt, ne? Leute, okay, ich würde sagen, wir gehen mal vor zur Kasse und hast du einen neuen Fisch für dein Aquarium, ne? Yay. Let's go, Leute. Ist nice, ne? Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn nenne. Wie nennst du ihn? Fritzi Fritz. Fritzi Fritz. Leute, das ist der Fisch Fritzi Fritz. Schreibt alle in die Kommentare, Hashtag Fritzi Fritz. Natürlich, bitte verfütter den nicht an Taco, okay? Den musst du schön füttern, den Fisch, im Aquarium behalten. Taco! Was? Wo ist Taco? Mietz. Nein, du musst ihn gut behandeln, den Fisch hier. Oh lol, stimmt, ich hab die ja da. Die müsste hier eigentlich irgendwo sein. Oh mein Gott, richtig viel. Dankeschön. Oh, Alter, das ist ja... Noch ein bisschen essen. Oh ja, okay, dann nimm mal hier raus, die Mr. Beast Schokolade. Hast du Kinder Creamy? Ey, du hast nicht Kinder Creamy gelegt, du hast Mr. Beast Schokolade gelegt, Leontin. Dann würde ich sagen, ja. Alter, Digga, zeig mal. Ey, warte mal, welche Sorten sind das hier? Chocolate Sea Salt und Original Chocolate. Ja, okay, dann let's go. Kannst mal aufmachen, eine. Man muss sagen, die Mr. Beast Schokolade ist mega dünn. Oh mein Gott, Alter, die riecht schon so geil. Hä, und jetzt die andere noch? Mhm. Oh mein Gott. Ja, okay. Oh, ich bin mal gespannt, wie findest du die im Vergleich? Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt bei McDonald's und Leon fetzt gerade Burger Pommes weg. Richtig geil. Leute, ich habe ja auf jeden Fall Teig gehabt, ne? Und ich dachte mir, okay, ich nehme einfach mal den richtig geil. Der ist ja aus Teig gemacht. Und Leute, guck mal, das ist der Double Royal TS. Das ist der Lieblingsburger von iCrimex. Ich würde sagen, Leute, ich mache mir hier einmal kurz Burger Pommes. Macht alle auch Burger Pommes! Dann seid ihr ein Team Burger Pommes, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, Lass uns mal wieder zurück gleich und das nächste Wort nehmen. Oh mein Gott, Leontin, wir sind jetzt beim Mediamarkt in Ludwigshafen. Switch. Ja, okay. Ich würde sagen, du kannst dir auf jeden Fall mal eine Switch aussuchen, wie du möchtest. Ich freue mich so sehr. Hier gibt es jede Nintendo Switch, die es gibt, Leute. Also geisteskrank heftig. Fortnite? Das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber die normalen Switches gibt es ja auf jeden Fall schon alle. Ja. Okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt mal in die Abteilung. Und ich bin richtig gespannt, für was du dich entscheiden wirst, weil es gibt ja auch ein paar, ne, so Special Editions und so bestimmt, die auch da haben. Let's go, Leute. Okay, Leontin, ich würde sagen, wir sind jetzt hier langsam aber sicher in der fetten Gaming-Abteilung. Und du hast ja das Wort Switch gelegt. Bin mal gespannt. Schau mal, es gibt hier geisteskrank viele Nintendo Switches. Einmal hier, 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 hier und nochmal hier. Oder? Ist das keine Nintendo Switch? Lol, okay, das ist doch keine Nintendo Switch. Aber hier, guck mal, hier gibt es diese Nintendo Switch Lite in Pink, Blau, Türkis
und Gelb. Hier haben wir die Nintendo Switch Sports Edition. Das ist eine ganz normale Switch, aber da ist schon dieses Nintendo Switch Sports installiert. Guck mal, und dann haben wir hier nochmal verschiedene Farben. In Rot zum Beispiel hier, die ist weiß. Und ich glaube in Blau gibt es sie sogar auch. Und das ist die quasi diese, guck mal, das ist die richtig teure. Das ist die OLED, das OLED-Modell. Und das ist die, die kostet ein bisschen weniger, die kostet 300 Euro. Aber es gibt hier vorne nochmal andere. Und zwar, das ist die Mario-Edition. Die müsste hier irgendwo stehen. Aber guck, hier steht so Mario-Edition. Okay, genau die. Mhm. Boah, okay, dann nehmen wir mal mit. Ey, let's go. Würde ich sagen, auf zur Kasse, Leute. Ja, oh Mann, ich werde schon wieder bluten, ey, Mann. Lisa, hast du auch das Wort bekommen, ey? Ja. Ja. Okay, let's go. Die Switch wird jetzt einmal mal geholt. Okay, dann mit Karte bitte. Die also das Ganze ist bezahlt, Switch ist am Start. Let's go, Leontin, oder? Ja. Ja, Mann. So, Leontin, jetzt bin ich auch endlich mal wegen mir im Mediamarkt, ja, und nicht immer nur wegen dir. Ja. Du holst den Nokia. Ey, nein, ich will kein Nokia. Doch. Hallo. Aber du hast keine Handymarke. Ey, Alter, was machst du hier mit meinen Fingern, Bro? Jetzt lass mal meine Finger hier los. Ich will ein iPhone, kein Nokia. Komm, hier sind die Nokias. Ey, dann zeig mir mal kurz die Nokias hier. Aber lass jetzt mal mein Finger hier los. Was machst du mit meinen Fingern? Achso, da sind die Nokias. Ah ja, dann zeig mal hier. So eins soll ich mir holen? Ja, hier. Ey, jetzt lass mal meinen Finger hier los, ey. Das Nokia? Das ist ein Panasonic, das ist gar kein Nokia. Wo ist Nokia? Komm, wir müssen mal gucken, wo hier ein Nokia ist. Nee, guck mal, da war kein Nokia. Vielleicht hier. Okay, nee, Leontin, ich glaube, guck mal, vielleicht ist ein Nokia ja in der Apple-Abteilung. Weißt du? Nein! Doch, jetzt lass mal hier gucken. Da ist jetzt aber ein Nokia. Ey, ich hab Handy gemacht. Handy kann auch iPhone heißen. Nein! Guck mal hier, Alter, iPhone 15 Pro Nein. Max. Doch, da hab ich Bock drauf. Ey, Leontin, ey, was soll das? Mann, ich will doch nur ein iPhone. So, Leontin, jetzt fragen wir den jetzt mal nach dem Nokia, ne? Mhm. Hallo, Entschuldigung. Einmal bitte Nokia. Ein Nokia möchtest du haben? Ja, für ihn Nokia und für mich ein iPhone 15, bitte. Ein iPhone 15? Ja. Ein Nokia. Dann guck ich mal, ob ich für euch beide was finde. Für dich war es ein iPhone. Genau. Und für dich war es ein Nokia. Dann gib mir kurz Zeit. Dankeschön. Alter, jetzt hast du ein eigenes Nokia. Nokia. Wolltest du schon immer haben, oder? Ja, wenn ich Brawl Stars spiele und dann böse werde, kann ich einfach... Ja, ganz einfach fetzt, es geht nicht kaputt, ne? Ja. Vielen Dank. Nokia! Jawohl! Alter, du hast wirklich ein Nokia. Ja, klar. Und ist, zum Klappen, wie ich gesagt geil. habe. Geil. Ist das auch unzerstörbar wie die anderen? Kommt immer drauf an, wer es benutzt. Ja, Leontin. Mit mir? Du kriegst es bestimmt hin, dass das Nokia lange, lange hält. Ja, das will ich auch mal hoffen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und für dich gibt's noch dein iPhone. Vielen Dank, ist ja richtig geil. Okay, dann würde ich sagen, auf zur Kasse. So, Leontin, bist du jetzt zufrieden? Leute, kein Mensch dieser Welt wollte jemals freiwillig ein Nokia haben. Aber ist okay, Leontin, ne? Aber ich hab doch eh schon ein iPhone. Dann kann ich mir doch wohl ein iPhone. Warte. Ja, okay. Wasser kriegst du auch noch. Okay. Wie heißt das? Desinfektionsmittel. Nee, das heißt anders. Desinfektionsmittel. Ja, okay. So, Leute, let's ich go. Ich krieg den Nokia. Super, ne? Mama, ja, warte, nicht aufmachen. Das müssen wir ja feinsäuberlich auspacken zu Hause dann, ne? Ja! Ey, Mann, ja! Digga, wir sind schon wieder hier im Mediamarkt. Du hast schon eine Switch geholt und jetzt kommt die Playstation, Digga. Das war so unfair, dass du einfach alle Buchstaben bekommen hast. Ja. Okay, Leontin, ey. Boah, jetzt hast du schon wieder zwei Konsolen an einem Tag bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott. Und jetzt sind wir auf jeden Fall eher in der Playstation-Abteilung, Leontin. Das, die willst du? Ja. Die kostet 550 Euro. Ja. Ey, du bist mir echt einer. Das ist echt unfassbar. Nimm du. Soll ich nehmen? Ja. Okay, Leute, die ist richtig schwer, glaube ich. Warte. Oh mein Gott, Leontin, es ist soweit. Die Playstation. Oh mein Gott, ey. Okay, Leute, Playstation ist jetzt auch bezahlt, ja. Leontin. Alter, ey. Das geht echt zu weit jedes Mal mit dir. Okay, Leontin, ja. Wir sind jetzt für mein Lego zu Müller gegangen, Leute. Hier gibt es ja auch immer richtig geile Sachen. Ich würde sagen, wir gehen mal da in die Lego-Abteilung. Let's go. So, Leute, das ist hier einfach wie so ein... Eigentlich ist das hier so ein Mini-Smith-Toys, kann man schon fast sagen, oder? Ja, so ein Mini. Hier gibt es auf jeden Fall auch einige Sachen. Und zwar hier gibt es Lego, Leute. Boah, Alter, das habe ich auch noch nie gesehen. Guck mal, die ist ganz cool. Lego Creator Achterbahn. Okay, ich würde sagen, Leontin, guck mal, Alter, so ein Rollschuh ist auch richtig krass. So Rosen. Boah, was meinst du? Warte. Ja? Das ist eine richtig gute Idee. Oh, guck mal, so eine Fotokamera aus Lego einfach. Nein, warte. Ja? Weil ich ein Ehrenmann bin. Ja?
und so Ehre habe, darfst du dir zwei Blumen holen. Zwei Blumen darf ich sogar? Ja, weißt du warum? Warum? Für deine Freundin. Oh, das ist Ehre. Das ist Ehre. Dann nehme ich die für meine Freundin, Leute. Aber guck mal, ich nehm, glaube ich, sonst auch die Kamera, weil die ist auch richtig geil. 3 in 1, da hat man einmal eine Kamera, dann so einen Fernseher und noch eine Camcorder. Und das in einem Lego-Set. Das ist schon echt geil, das nehme ich. Doch, doch. Let's go. Okay, Leontin. Ja. Wir sind jetzt hier bei den Villen, die zum Verkauf stehen, Leute. Und zwar, Alter, schaut immer die fette Villa hier an. Die ist krass, ne? Also, die... Die hat sogar ein Schafi. Alter, die hat sogar so ein Schafi. Richtig geil. Also, Leontin... Die ist bisher am besten. Echt? Die findest du besser als die? Weil die kostet 4 Millionen Euro. Die kostet 4 Millionen und die aber nur 2,2. Weil, Leute, die hat Schafi. Die hat Schafi. Okay, lass mal weiter. Ey, du hast Schnee. Ich sehe das doch. Oh. Okay, Leontin, wir haben noch eine Villa zur Auswahl. Mhm. Und du musst dich dann entscheiden, die jetzt kommt, kostet 2,7 Millionen. Und zwar, guck mal, die hier. Schau mal, die hat ja sogar Aquarium. Digga, das ist ein fettes Aquarium. Die ist auch geil, ne? Mhm. Was meinst du, welche willst du? Ich glaube, ich nehme Schafi. Okay, du nimmst Schafi, Leute. Dann kaufen wir die jetzt. So, okay. So, danke, Lukas. Ja, sehr gerne, Leontin. Und ich würde sagen... Abonniert den Kanal und ciao, ciao. Ciao, ciao.